Und herzlich willkommen hier wieder beim Koali. Ich muss hier gerade nochmal irgendwie, ich bin total im Stress hier. Irgendwie immer was, wenn man was Neues macht, dann ist es. Und herzlich willkommen hier. Sieht der, so, jetzt muss meinen eigenen Tab hier muten. So, ja, jetzt aber herzlich willkommen hier beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute D&D, 5. Edition. Und ich darf diesmal als Spielercharakter dabei sein. Und das heißt, wir haben einen extra Spielleiter, denn dieser Stream ist ein Teil der Nerdpol Spielleiter Austausch Challenge. Und ich habe den guten Alex vom Jingle Channel, da ist Hi. er, bekniet oder mit der Waffe bedroht, dass er für mich mal eine Runde D&D 5 leitet und für die anderen natürlich auch, die stelle ich euch gleich vor. Aber ich habe zum Beispiel noch nie D&D gespielt. Das heißt, es ist ein, ihr seid live dabei, wenn ich das allererste Mal Kontakt mit diesem System habe. Ja, außerdem haben wir heute noch den Rerion dabei, der spielt Grimm, den Halborg Ranger Fighter. Hallo. Und wir haben Official God, der spielt Funke. Der ist ein Ghostwise Halfling Druid. Genau, moin zusammen. Was auch immer das ist. Und ja, Martin, der spielt Ferdinand. Das ist ein Woodhalf Elf Barde. Guten Tag. Ja, mein Charakter ist Dose, ein Mountain Dwarf Fighter. Ganz. Ganz straightforward. Ja, sch schön, dass ihr dabei seid. Ich übergebe das Wort mal an den Alex. Herzlichen Dank, vielen Dank für die Einladung erstmal, Koali. Und ja, schönen guten Abend alle an den Geräten zu Hause und auch an euch. Ich würde jetzt direkt die Podcast-Spur starten. Das heißt, wir machen ja auch eine Sonderfolge vom den Dienstag, denn das ist mein Podcast. Dungeons and Dragons Podcast, den Dienstag, ist immer dienstags. Und wir würden es als Sonderfolge heute rausbringen, diese Episode. Wenn alle einverstanden sind, dann starte ich mein richtiges Ding-Dong, nenne ich das immer. Und dann geht's so richtig los. Das ist immer so das Zeichen, so jetzt geht's ab und dann ist Action und so als bisschen Gewohnheitstrigger. Seid ihr bereit? Wird jemand Fuß ist im Hintergrund, aber let's go. Jawohl. Okay, let's go. Dann sind wir so richtig live in 3, 2. Herzlich willkommen zum D&D-Dienstag, an dem wir online Dungeons and Dragons spielen. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Heute aber nicht auf dem Jingle Channel, nein, wir sind beim Koali auf twitch.tv/koali. Das O ist eine Null, da sind wir heute. Und wir spielen Dungeons and Dragons in der 5. Edition, ist ein One-Shot. Vielen Dank für die Einladung, Koali. Freut mich sehr, hier zu sein. Bitte, bitte. Seid ihr schon alle ganz gespannt, was euch heute Abend erwarten wird? Und wie? Genau, denn die Mitstreiter sind noch in der Runde mit dabei. Da haben wir mehrere Leute, die verschiedene Charaktere spielen. Zum Beispiel wird Dose gespielt vom Koali. Genau, du spielst Dose. Hallo. Hallo, ein Mountain Dwarf Fighter, schwer bepackt mit Rüstung und was dazugehört. Der Martin spielt Ferdinand. Ferdinand von Greif. Fünfwald. Und Ja. Elfbart, ja. Guten Abend, es ist eine Freude, Sie kennenzulernen. Es wäre eine sehr große Freude, mit Ihnen gemeinsam die zu spielen. Und du bist auch Musiker, ne? Ja, ich bin Musiker. Ich mache tatsächlich auch Musik für Pen and Paper bei meinem Kanal d20sounds.com. Sehr schön, hört mal rein, Leute. Und ja, genau, jetzt habe ich Koali ganz übersprungen, was er macht und wer herkommt. Vom Nerdpol Forum kennt ihr den Koali wahrscheinlich. Mit eurer Community dort. Weiß ich nicht, ob Habt ihr. man, wenn man das kennt, ja, vielleicht. Ich glaube, wenn man das Nerdpol Forum kennt, dann kennt man auch dich. Das Ja, stelle ich mal so in den das Raum. ist okay. Das finde ich gut. Wie lange gibt es denn das Nerdpol Forum schon? Ah, jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß. Ich glaube, seit 2013 kann das sein. Ungefähr Gute so. Zeit. 7 Ja. Jahre. Ja, Ganz schön lang, ungefähr. ne? Wir hatten bei uns auch schon mal den Umbrion zu Gast. Der hat mal bei uns auch ein Genau, Lied das ist gespielt der in Future. eigentliche Initiator des Ganzen, ja. Sehr schön. Habt ihr da ein großes Forum, wo es um alle möglichen Dinge rollenspieltechnisch geht? Also nicht nur D&D, sondern natürlich auch die ganzen anderen Sachen, DSA und was es alles gibt, alle Systeme.
könnt euch da austauschen. Eigentlich gibt es das Hauptaugenmerk des Nordpol-Forums ist eigentlich gar nicht das Forum, sondern ist eigentlich mehr so ein eine Programmzeitschrift für Online-Spielrunden, weil wir haben auf der Startseite direkt so eine Liste, wo alle möglichen SpielleiterInnen ihre Runden eintragen und dann könnt ihr da irgendwie draufklicken und dann, heute kommt Jingle Channel, wenn ihr das mal eintragen würde wieder. Und dann könnt ihr da draufklicken, ja. Ja, sehr schön, genau, tragt eure Runden dort ein, sehr cool und macht mit bei der Community, beim Nerdpol. Sehr schön. Genau, die machen ja auch heute diese Spielleiter-Austausch-Challenge, deswegen bist du bei mir auch zu Gast. Und das heißt, ich darf demnächst auch mal auf deinem Kanal irgendwas leiten, wahrscheinlich irgendwas mit blutigen Vampiren. Genau. Dann könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Sind wir gespannt drauf. Mit dabei heute Abend ist auch Alex, der Funke spielt. Hi Alex. Hi zusammen. Funke ist ein Ghostwise Halfling Druid. Ja, der ist klein, süß und feurig. Circle of Wildfire. Der wird spaßig. Der wird sehr spaßig. Was magst du uns über dich verraten aus dem echten Leben? Aus dem echten Leben? Aus dem echten Leben, da bin ich Wissenschaftskommunikator und Klimaschutzmanager und versuche halt die Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen. Nice. So wie das Droiden auch jeden Tag machen. Genau, da ist der Link zum Charakter. Sehr schön. Der Druide, genau. Der Natur verbunden ist und da auch versucht, die lebendig zu halten. Sehr schön. Und mit dabei ist noch der Rerion. Der Rerion spielt Grimm, Half-Orc-Ranger. Hi Rerion. Hallo. Was möchtest du uns verraten über dich? Eine Menge, nein, aber ich fasse mich mal kurz. Ich bin ja auch auf dem Nerdpol auch schon ein bisschen länger und ich habe auch einen knorkigen Kanal mit ein paar Rollenspiel-Streams. Mache Rollenspiel schon seit ewigen Zeiten und arbeite im Krankenhaus. Alright. Genau, und dein Charakter ist ein Half-Orc-Ranger, auch ein bisschen naturverbunden dann natürlich. Genau, Ranger-Fighter, was ich immer eine sehr schöne Kombo finde. Spezialisiert auf den Bogen, ist quasi einen alten DSA-Charakter von mir recycelt für D&D. Sehr schön. Ja, lass uns direkt einsteigen. Wald ist die Großüberleitung, die Herbststimmung im Wald. Und zwar seid ihr in eurer kleinen Räuberkommune, nenne ich es mal, im Cloakwood. Das ist der Mantelwald. Dieser Wald dürfte vielen Leuten ein Begriff sein, die Baldur's Gate 1 gespielt haben. Das ist in der Nähe von Kerzenburg oder Candlekeep, diese Bibliothek an der Schwertküste. Und dort seid ihr eben, habt ihr euch gefunden, in so einer Art Robin Hood-mäßigen Kommune, nenne ich es mal. Wenn wir uns das so vorstellen, euer Lager, euer Camp im Mantelwald, wie könnten wir uns das vorstellen? Habt ihr ein paar Ideen, Bilder, die euch in den Kopf kommen? Baumhäuser. Häuser in die Bäume hineingebaut, ja. Sehr schön. Ja, durch Brücken verbunden, durch Seilbrücken verbunden. Es gibt auch einen Aufzug, damit ich nicht klettern muss. Ja, das so. Das gibt dann immer irgendeinen, den dann hochzieht unter Ächzen und Keuchen und den in voller Montur, in voller Rüstung steckenden Dose dann hochzieht, den Baum hoch. Das einzige Haus, was unten am Boden ist, ist meine Schmiede. Sehr gut, ja, genau. Du bist ja Zwerg, auch Schmied von Beruf. Und da immer sehr beschäftigt im Räuberwald, im Cloakwood seid ihr. Wo die Gruppe sich eben auch dann zusammengesammelt hat. Unter der Führung von Rowine Silberblatt, sie ist die Anführerin eurer Bande. Sie selbst, sieht sehr hübsch aus. Ist ruhig und zurückhaltend, aber klar in ihren Anweisungen. Sie ist so, seit ihr euch der Gruppe angeschlossen habt, die Führerin gewesen, die Hüterin des Waldes, in Anführungszeichen. Und ihr habt da eben so ein bisschen die Rolle für euch gefunden, die gut Betuchten, um ihren Reichtum zu erleichtern und es ein bisschen den Armen zu geben. So ein bisschen Robin Hood-Style. Wir nennen es Umverteilung.
Sozialismus, würde ich sagen. Hör auf mit deinen Fremdworten. Sag Umverteilung wie jeder normale. Auch. Ach, Rowena. Man kann Lieder über sie singen. Besser nicht. Genau, du bist ja, Ferdinand ist ja Bade. Ja, genau, deswegen Lieder singen über Rowena, Rowena Silberblatt. Mal Rowena. Das ist der Trigger. Es ist jetzt so, dass der alte Poppy mit euch reden wollte. Der alte Poppy ist ein gutmütiger Mensch, der hat Krähenfüße vom Lachen, ist sehr bekannt im Lager. Lange weiße Haare, die zu einem Zopf geflochten sind. Und er wollte mit euch sprechen. Er hat eine wichtige Angelegenheit. Doch bevor es dazu kam, am gleichen Tag, als er es angekündigt hatte, ist er überraschend aufgebrochen. Mit der Hüterin, mit Rowena und einer Gruppe, ein paar mehr Leuten, überraschend losgezogen. Es war jetzt vor allem 10 Tage. Das ist so an der Schwertküste, ist das so die Woche, ne? Aber es ist aus 10 Tagen. Die Bande wird langsam unruhig. Es ist jetzt schon seit einem 10 Tag ohne Führung. Ihr sitzt gerade so am Feuer und habt gerade gesprochen über Rowena, über die man Lieder singen könnte. Als sich Peter zu euch mit ans Feuer setzt, ein sommersprossiger Bub mit strubbeligen roten Haaren. Und er stochert so ein bisschen gedankenverloren im Feuer rum. Seit dem 10. Tag ist sie jetzt schon weg. Lass weiß nicht, ob hängen. Das. Was meinst du? Lass den Kopf nicht hängen, Peter. Aber schau doch mal, wie sie alle unruhig werden mit der Zeit. Wir wissen gar nicht mehr, was wir machen sollen. Wir haben jetzt schon seit einem 10. Tag keinen Auftrag mehr gehabt. Wie denn auch? Sie hat ja immer alle Aufträge an uns weitergegeben. Die Leute, also... Sie fehlt uns hier. Was wohl passiert sein mag? Glaubt ihr, ist ihnen was zugestoßen? Ich hoffe nicht. Ja, da gibt's so einen Weg, das rauszufinden. Wir müssen mal selber aufbrechen. Ohne Auftrag. Das ist ihr Auftrag. Wir können sie einfach selber suchen gehen und fragen nach neuen Aufträgen. Und wenn sie Nein sagt. Wenn das kein Auftrag ist. Eine reizvolle Idee, finde ich. Vielleicht ist das ein Test. Von? Ihr für uns. Ich habe meine Aufnahmeprüfung schon gemacht. Damals über den Fluss spalzieren. Über diesen komischen Baumstumpf. Ich bin auch extra von zu Hause ausgebrochen, damit ich keine Tests mehr machen muss. Du hast auch keinen Test gemacht? Dann ist es ein Test. Dann ist es der Test für Funke. Jeder muss den Test machen. Nicht wahr, Grimm? Ich muss. Ja. Ah, na gut. Ich glaube, Ferdinand musste 2 Tage Ruhe halten. Es wäre wirklich schön, sie wiederzusehen. Ich bin gerade mitten in einer Inspiration und meine Mut gefehlt. Ja, irgendwie ist das auch total komisch. Die sollten eigentlich schon lange wieder hier sein. So lange waren die noch nie weg. Ein 10. Tag schon. Ihre Rationen müssen auch schon zur Neige gehen. Ich mache mir wirklich Sorgen. Na Funke, wenn das dein Test ist, hast du jetzt aber ganz schön verkackt. 10 Tage gewartet, bis du aufbrichst. Mir hat keiner Bescheid gesagt. Was soll ich machen? Ich war beschäftigt. Peter, wann wollten die denn wieder hier sein? Ich weiß es auch nicht so genau, aber so lange war sie noch nie weg. Nach 6 Tagen waren sie immer wieder da, spätestens. Das ist richtig. Sie ist wirklich außergewöhnlich lange schon weg. Vielleicht ist es keine schlechte Idee, mal zu schauen, ob wir ihr vielleicht unter die Arme greifen können. Ja, und der alte Poppy ist dieses Mal auch mitgelaufen. Das ist höchst ungewöhnlich. Der alte Poppy geht sonst nie mit, wenn Rowena auf Erkundungen anstellt. Der ist jetzt immer noch im Lager. Irgendwas ist da komisch. Wollt ihr mal schauen gehen? Das wäre ja super. Ja.
Auf jeden Fall. Ich gehe schauen. Kommt in welche mit? Richtung ist sie denn aufgebrochen? Gute Frage. Sie ist nach Norden. Sie sind nach Norden gegangen. Vielleicht findet die ihre Spur noch im Wald. Ah, Grimm findet die schon, nicht wahr, Grimm? Mhm. Norden, ist das Danak oder? Ja, genau, da. Na gut. Grimm, würdest du, vielleicht packen wir noch ein paar Vorräte zusammen und dann zeigst du uns den Weg. Ich bin jetzt nicht so orientiert in dieser Gegend. Ach, wirklich? Höre ich da einen gewissen Zynismus heraus? Nein, kann ich nicht. Fremdwort. Ah, okay. Ich weiß, wo Norden ist. Da können wir auf jeden Fall hin. Wenn du das nicht weißt, hätte mich das auch sehr erschreckt. Ich will dich nicht erschrecken, Grimm. Keine Sorge. Okay. Ich hole noch meinen Helm und dann gehen wir los. Supi, habt ihr auch Rationen dabei, ne? Habt ihr alle so Startausrüstung dabei, alles super. Und Dose holt seinen Helm, genau. Wenn wir gerade mal vorstellen, wie Dose davon stapft und sich seinen Helm holt, wie können wir uns das denn vorstellen, wie der Zwerg davon watschelt? Wie sieht er aus? Dose ist klein und stämmig, natürlich, er ist ein Zwerg. Und er heißt nicht umsonst Dose, denn er ist immer von allem möglichen blechernen und schmiedeeisernen Zeug umgeben. Regeltechnisch ein Kettenhemd. Aber eigentlich ist es mehr so ein zusammengeschustertes, ja, blechernes, ratterndes Etwas, was an seiner Kleidung heftet. Und so walzt er davon, scheppernd, fand er sich seinen Weg. Und er kehrt kurze Zeit später zurück und hat seine 7 Sachen zusammengepackt. Wenn ihr losgeht aus dem Lager heraus, wie wollt ihr denn laufen? Wie ist eure Marging Order, fragt man immer. Wie ist eure, also wie seid ihr aufgestellt? Wer läuft vorne? Wer läuft hinten? Oder läuft ihr versetzt nebeneinander? Könnt ihr mir das bitte kurz mitteilen? Ich würde irgendwo in der Mitte laufen. Da ich ja führen soll oder die Spuren lesen soll, würde ich vorgehen. Und ich denke, ich würde einfach als Zweiter gehen, direkt hinter Grimm, für den Fall, dass er was übersieht. Das passt, ich will auf keinen Fall vor dem Halbelfen laufen. Nachher fällt er mir in den Rücken. Das heißt, Dose bildet die Nachhut, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Vorne läuft Grimm, dann Funke, dann Ferdinand und dann Dose. Oder ihr könnt auch natürlich nebeneinander laufen, dann müsst ihr nicht wie im Endenschritt hintereinander watscheln. Das bringen wir schon hin. Lauf nicht so schnell, Grimm! Ihr brecht auf! Und verlasst das Lager, das hinter euch immer leiser wird. Ihr hört, wie das jemand hat Holz gehackt, es wird immer leiser und ihr begebt euch weiter in den Wald. Man könnte hier auch mal eine Straße hinbauen, finde ich. Nein. Stapfen durch dieses Unterholz, also das ist wirklich nicht so, sagen wir, angenehm. Ferdinand. Sieh ab von diesen ganzen urbanen Krimskrams. Das ist die Straße der Natur. Das ist ein Wald. Welche Uhren? Da ist eine Straße. Das sind keine Uhren. Das ist ein Urwald. Nein. Naja, wenn ihr dabei seid, kann es ja nicht so schlimm werden. Genau genommen ist es ein Mischwald. Sag ich doch. Ihr lauft durch diesen Mischwald auf einem Trampelpfad, der sich durch die, ja, durch das Unterholz bahnt, so ein bisschen. Das ist der Pfad, der euch wohl bekannt ist. Ihr seid schon mehrere Wochen in dem Lager. Auch dieser Pfad nach Norden hin, den seid ihr mehrmals schon gegangen. Nichts Überraschendes für euch. Nur seht ihr keine Anzeichen von der Fährte, die ihr folgen wollt. Ihr wollt ja Rowena finden. Wollt ihr mir gerne einmal gucken, ob ihr da was finden könnt, indem ihr auf Survival würfelt, eine Person von euch? Ist der gut drin, der mag das machen. Können nicht ich und Grimm zusammensuchen, gucken, schauen, uns kombinieren? Dann könnte Grimm mit Vorteil würfeln. Ich würde schauen, ob ich nicht vielleicht inspirierend einwirken kann und die beiden ermuntern mit einem freundlichen: Haut rein, Jungs, ihr schafft das.
Ja, also die Person, die den Check macht, kann bitte mit Futter würfeln. Das ist einfach mit rechte Maustaste und dann Advantage auswählen. Oder mit zwei Würfeln würfeln und das bessere Ergebnis zählt. Ja, wenn ich jetzt, soll ich da mal starten? Ja, mach mal. Ich helfe dir auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie war das in der App? Genau, auf Survival drücken. Was macht er denn da? Warum hebt er die Blätter hoch? Und Advantage. Ich glaube, er sucht die Spuren. Ja, dann ist das wirklich von Vorteil, die Blätter hochzuheben, ja. Ja. 21, 17 plus 3. Grimm gelingt es nach kurzer Anstrengung, eingetretene Spuren auf dem Pfad zu finden. Und er sieht auch zerbrochene Äste und ist sich ziemlich sicher, dass hier Rowena und Poppy entlang gegangen sein müssen vor 10 Tagen. Ja. Hier. Ganz klar. Hier ist ihre Spur. Ja, Grimm, du bist so gut im Spurenlesen. Ich weiß. Als Grimm gerade unten kniet auf dem Waldboden, wie sieht Grimm aus, als er gerade so diese Spur untersucht? Wie sehen wir ihn? Ja, Grimm ist ein Halborg, das heißt ziemlich groß, gute 1,90, recht kräftig gebaut, wenn auch vielleicht ein bisschen schlanker als Halborgs das sonst sind. Trägt eine leichte Lederrüstung in dunklen Grüntönen, die ihn wunderbar verbergen könnten, wenn er es drauf anlegt. Hat einen Langbogen auf der Schulter. Gut ausgeprägter Hauer, wie es sich für einen Halborg gehört. Dunkelbraunes, schulterlanges, etwas verfilztes Haar. Einen nicht wirklich sauberen, dunkelbraunen Vollbart und gelbliche Augen, mit denen er auch durchaus in der Dunkelheit ganz gut sehen kann. Und ja, gerade beugt er sich sehr tief über den Waldboden und schnuppert er? Ja, er schnuppert tatsächlich auch, wenn er nach der Spur sucht. Er hebt so ein paar Grasbüschel hoch, lässt sie so zwischen den Fingern durchgleiten, riecht dran und nickt dann so zwei, dreimal zu sich selbst. Und so fand Grimm die Spur in diesem Herbstwald, wo gerade es ist Mittagszeit, der Wind streicht durch die Blätter und ja, so ein bisschen eine herbstliche Sonne fällt da rein. Ihr habt alles Gefühl dass die warme Jahreszeit jetzt geht und es kühler wird. Also eine Veränderung da. Ihr setzt euren Weg fort, folgt weiterhin der Spur, die ihr gefunden habt. Nachdem ihr ungefähr 2 Stunden gegangen seid, kommt ihr an einen Fluss. Die Spur ist abgezweigt vorher von dem Trampelpfad und ihr seid ein paar Minuten durchs Unterholz gelaufen, als ihr an das Flussufer kommt. Den Fluss kennt ihr. Er ist nur etwas angeschwollen, da es in den letzten Wochen stark geregnet hat. Es führt Hochwasser. Ihr seht etwas weiter runter, folgt dem Fluss mit den Augen, da ist die Brücke, die über den Fluss normalerweise führt, weggespült worden. Die Spur führt genau auf den Fluss zu. Mon Dieu, wir sollen das doch wohl nicht hier überqueren ohne Brücke. Ich könnte nasse Füße bekommen. Vielleicht sollten wir mal ausprobieren, ob Elfen fliegen können. Ich habe gehört, es gibt diese Unterart der geflügelten Elfen. Ja, habe ich damals bei meinen Eltern in der Bücherei ein Buch gelesen. Sehr interessant. Aber ich möchte dich nicht langweilen. Dose, ich möchte ihn werfen. Werfen? Könntest es tatsächlich schaffen, ihn über den Fluss zu werfen, wenn du das sehr gut machst mit Anlauf. Ich könnte einen Katapult bauen. Oder das? Elfenkatapult. Ihr habt immer so lustige Ideen. Ich weiß nicht, ob ich das ernst nehmen kann. Wie breit ist denn der Fluss? 6 Meter. Oh.
Sind noch Überreste von der Brücke da? Oder ist die komplett ja, einfach weg? Ja, wenn ihr etwas weiter flussabwärts lauft, ungefähr eine Viertel bis halbe Stunde, kämt ihr an diese Stelle. Und da sind noch so ein paar so ein Steinfundament ist noch ein bisschen an den Ansätzen da. Es war sonst eine Hängebrücke und die ist halt komplett weggebrochen. Da wäre es auch ein bisschen enger dann. Da wären es dann ungefähr nur noch 4 bis 5 Meter. Doch bestimmt ein Kletterseil oder sowas. Habe ich erwähnt, dass ich nicht schwimmen kann? Vor allem in voller Rüstung. Das wäre interessant. Aber ich kann gut tauchen. Seil dabei. Ist es denn kalt im Moment? Was haben wir denn für ein Wetter? Nee, es ist noch angenehm. Ungefähr ja, über 20 Grad hat es schon noch, aber es ist nicht mehr so warm, wie es vor ein paar Wochen noch war. Also wir könnten ja eins von unseren Seilen nehmen und einer, der gut schwimmen kann und groß ist, Grimm zum Beispiel, könnte da schon mal rüber und dann können wir uns am Seil entlang hangeln. Oder wir gehen runter zur Brücke. Die ist bestimmt noch ein Stück weit da. Du bist sicher, dass das Seil mich hält. Stimmt, da haben wir ein zwergtaugliches Seil eingepackt. Könntet ihr ausprobieren. Sieht stabil aus, das Seil. Nicht brüchig oder so. Können wir nicht lieber einen Baum fällen und den über den Fluss legen? Ihr seid dann im Mischwald unterwegs und die Bäume wären hoch genug. Sie würden über den drüber reichen, wenn ihr einfällt. Ich meine, hier müssen wir bestimmt noch andere Leute rüber. Hier war ja schließlich meine Brücke. Dir ist aber schon klar, dass du dann über den Baumstamm balancieren musst. Hey, das war meine Aufgabe und die habe ich super gut geschafft, sonst wäre ich nicht Mitglied der Bande. Ja, und erzählst du auch immer wieder sehr eindrucksvoll. Gut. Dose, hast du eine Axt dabei? Ich habe einen Hammer. Damit fällt sich schlecht ein Baum. Naja, wenn man da lang genug draufhaut. Ich habe aber auch zwei Handäxte. Grimm hat auch eine Handaxt. Moment, wo hatte ich die denn noch? In welcher? Hier ist schon mal die eine, aber die ist ein bisschen, die andere wäre besser. Wo ist sie denn? Ist das Wasser sehr, sehr, sehr schnell fließend oder? Ja, es ist sehr schnell fließend. Also der Fluss ist ein bisschen über sein Ufer getreten und es ist ein reißender Strom geworden, was sonst eigentlich ein gemächlicher Fluss ist. Du hast gesagt, die können mich rüberwerfen, das war wahrscheinlich ein Scherz, ne? Mit sehr viel Anlauf und sehr krasser Muskelkraft, die nur Helden vermögen aufzubringen, könnten sie dich eventuell. Warte mal, was bist du denn nochmal? Ich bin ein Halbelf und sehr leicht natürlich. Oh ja. Ich glaube, da könntest du aber wirklich eher den Halbling werfen als den Halbelf. Aber selbst ein Halbelf 6 Meter weit zu schleudern, nein. Wenn das ein Halbling wärst, okay, mit einer Schleuder vielleicht, aber sonst, das ginge dann doch nicht. Versuchen wir es mit dem Baum. Der hier sieht gut aus. Du von der einen, ich von der anderen Seite, geh schneller. Und müssen nicht irgendwas tun, dass er genau in die richtige Richtung fällt? Nicht, dass er in den Wald fällt und wir haben nichts davon. Du könntest anfangen zu singen und dann fällt er automatisch in die andere Richtung, weil er flieht. Ich sage dazu jetzt nichts. Okay. Das war also die Magie von Dose. Macht den Barden stumm. Da habe ich nicht gedacht, dass das klappt. Ich nehme mein Seil und mache das so um den Baum, dass er kletter so ein bisschen hoch, während ich schon unten hacken. Mach oben das Seil dran und ziehe das so ein bisschen in die Richtung des Flusses. Ja. Um da so ein bisschen Zug aufzubauen, damit das auch in die richtige Richtung als Ferdinand sich daran macht, den Baum zu erklimmen, wie können wir uns das vorstellen? Wie sieht Ferdinand aus, als er hochsteigt? Er ist natürlich sehr gewandt dabei, natürlich. Auch selbst wenn er abrutscht, wird das gewandt aussehen. Er hat, das Auffälligste an ihm sind seine unglaublich gepflegten blonden Haare.
Er ist schlank und extrem charismatisch. Was jetzt vielleicht nicht so rüberkommt, aber weil er einfach ein Klugscheißer ist. Er hat gepflegte Kleidung und ein kleines Lederwams, was vorne so ein bisschen geöffnet ist, aus modischen Gründen. Und feine Lederstiefel, die auf keinen Fall nass werden dürften. Wunderbar. Und wie fällt dann sich so hoch schwingt auf diesen Baum und dabei bedacht ist, auch gut auszusehen, sind ja. Dose und Grimm schon mit, also auch grimmig damit bedacht ist, diesen Baum zu fällen, hier dieses störrische Teil. Und Ferdinand schwingt sich da hoch. Ich muss mich beeilen, ich sehe das schon. Was macht er denn da? Befestigst du das Seil? Komm da runter, es ist gleich kaputt. Ja, ich lasse mich dann am Seil runter, so schnell es geht, und ziehe den Baum so ein bisschen in die richtige Richtung, baue so ein bisschen Spannung auf, mache den irgendwo fest, dass ein bisschen Zug aufgebaut wird. Und nicht zu spät, denn unten knackt es schon ein bisschen am Stamm. Ferdinand, du ziehst ihn in die Richtung, ihr habt unten schön gehämmert, ihr braucht da keine Checks drauf machen, ihr seid Helden und Abenteurer, ihr bekommt es hin, diesen Baum so umzuwerfen, dass er umfällt, auf dem Fluss landet, dabei keinen von euch erschlägt und auch nicht weggespült wird. Der Baum war groß genug und er liegt jetzt da stabil, verkeilt sich auf der anderen Seite ein bisschen in einem Felsen drin und rutscht nicht weg. Es sind auch noch Äste dran, wo ich dran festhalten könnte, dass es kein nackter Stamm ist, wo man von abglitschen kann oder sowas. Habt ihr, finde ich, ganz gut gemacht. Finde ich auch. Ich applaudiere und renne dann schon mal durch das Geäst. Ich bin ja so ein kleiner Halbling, verschwinde etwas im Geäst und komme dann, man sieht dann so das Geäst sich bewegen, wuschel, 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 und dann komme ich am anderen Ende vom Fluss und vom Baum raus. Auf der anderen Seite, Plan. Auf der anderen Seite vom Baum, da musst du nichts drauf würfeln. Es sind Äste da, wo du dich festhalten kannst. Du musst nicht balancieren oder so. Das habt ihr super gemacht. Funke auf der anderen Seite winkt euch zu. Wie sieht Funke aus? Funke ist noch ein recht junger Halbling, deswegen noch nicht komplett ausgewachsen, was die Größe einfach noch ein bisschen kleiner macht. Also er geht noch kleiner. Selbst noch kleiner, genau. Selbst Dose geht er nur bis zur Brust, hat aber so ein rot-blonde Haare und eine verrußte, angekorkelte Lederrüstung und so zwei Paar Schuhe, die nicht so richtig zusammenpassen, alles irgendwie zusammengewürfelt. Hier und da erkennt man noch ein bisschen, dass da versucht wurde, mit viel Farbe noch ein bisschen Akzent zu setzen. Aber das sind vielleicht auch eher Flicken aus verschiedenen anderen Kleidungsstücken zusammengewürfelt. Im Großen und Ganzen ist es aber so ein bisschen rußig, angekorkelt und löchrig. Aber es scheint Funke nichts auszumachen. Und er sieht glücklich aus, wie er da drüben steht und euch zuwinkt. Denn er hat die Passage ohne weitere Probleme unbeschadet überstanden. Ihr folgt ihm, nehme ich an? Ja. Okay. Und nach ungefähr 10 Minuten seid ihr alle wohlbehalten auf der anderen Seite angekommen. Sehr gut, ihr seid über den Fluss gekommen. Ferdinand. Ja. Du bist auch klug, ne? Ich habe meine Stärken. Hast du Funke irgendwie helfen gesehen mit dem Baum? Er ist als erster rübergegangen, hat die andere Seite gesichert. Ah, okay. Das zählt, glaube ich, für ihn. Weil es ist ja seine Prüfung hier. Er war der Mutigste in diesem Fall. Ich denke, das war, kann man gelten lassen, durchaus. Naja, gut. Ich schaue so ein bisschen zu Funke rüber. So. Er ist ja auch noch genauso zurück. Ich würde davon ausgehen, dass der grimmige Grimm schon wieder damit beschäftigt ist, die Fährte zu finden, oder? Und der Check war vorhin so gut, dass du ihn nicht wiederholen brauchst. Du findest diese und ihr könnt euren Weg fortsetzen, wenn ihr das wollt. Ja? Achso. Da winkt irgendwas. Okay. Ich glaube, er möchte sagen, dass wir ihm folgen sollen. Nun denn. Folgen wir ihm. Ihr setzt euren Weg fort auf der anderen Seite des Flusses und ihr lauft weiter und kommt immer tiefer in den Wald.
Der Tag neigt sich dem Abend entgegen und langsam wird es finsterer. Es wird immer schwieriger, die Spur zu halten. Es wäre keine schlechte Idee, nach einem ein Camp für die Nacht zu suchen, ein Lager. Grimm, meine Füße fangen langsam an, Blasen zu werfen. Würdest du dir was ausmachen, nach einem geeigneten Lagerplatz zu suchen? Also, ich habe gehört, da gibt es ein gutes Mittel gegen, aber... Du denkst, dass ich das nicht wissen möchte, nehme ich an. Ja, das ist richtig. Ach, ich immer reine Menschenkenntnis oder Ork-Kenntnis oder Halb-Ork-Kenntnis. Ja. Ja, dann suche ich ein Lager. Das ist sehr freundlich. Hm. Gib mir bitte einen weiteren Survival-Check, Grimm, um ein Lager zu finden. Und jetzt direkt im Fluss. Eine 23. Noch besser als der Check vorhin. Ist sogar der Net 20. Ja, genau. Bei Skillchecks gibt es keine Crits, aber es ist ein sehr guter Wert, 23. Grimm führt euch entlang an einem, ja, in einer Böschung, wo ihr ein bisschen entlang lauft, weiter weg vom Fluss kommt ihr da, steigt die Böschung hoch und nach kurzer Zeit findet ihr eine Lichtung im Wald. Oberhalb der Böschung liegt ein großer Findling auf einer Fläche. Eine Frischwasserquelle befindet sich hier ebenfalls. Und eine hohe Atlaszeder bietet eine gute Übersicht, wenn man sie erklimmen möchte. Bitte, Eure Herrlichkeit. Ah, schade, die Quelle bietet keinen Wein, aber frisches Wasser ist auch nicht zu verachten. Wirklich sehr schön hier. Grimm macht eine spöttische Verbeugung. Ich verbeug mich spöttisch zurück. Wie schön hier. Funke macht dann mal eben Feuer, denn das ist das, was ich kann. Ich hole so ein bisschen Holz und zauber dann magisches Feuer dahin. Noch ein paar Beeren und misch so ein paar von diesen magischen Beeren darunter. Die ich ja so also habe als Druide. Wildberries. Habt ihr alle auf jeden Fall eine Handvoll Beeren von mir, die euch dann hoffentlich auch satt machen? Das sieht wirklich ganz besonders aus, wie Funke hier hantiert mit dem nassen Unterholz. Ich habe ja vorhin beschrieben, dass es tagelang geregnet hatte. Es ist wirklich komplett durchweicht, das Holz. Und trotzdem gelingt es Funke, hier ein Feuer zu entzünden. Das ist schon allein erstaunlich genug. Und als er dann diese Beeren euch rumreicht, ja, probiert ihr davon? Natürlich. Oh. Als sie in den Mund steckt und runterschluckt, merkt ihr, dass ihr direkt da satt werdet. Wenn das jetzt diese Beeren waren, die ich meine. Das waren diese Beeren. Dann legt sich direkt euer Hungergefühl. Ihr habt echt ziemlich Kohldampf gehabt, weil ihr schon den ganzen Tag gelaufen seid, ohne Rast jetzt. Und ihr merkt das auch gerade erst, als so ein bisschen so der Stress von euch abfällt, der Stress der Wanderung. Und die Beeren machen euch direkt satt, schmecken gut. Und ihr fühlt euch besser dadurch, ja. Ach, das ist ja hervorragend. Good Berries besten heißen die. Beeren des, ja. Genau, Good Berries, die besten Beeren des Waldes. Gut, wenn man so jemand Praktisches dabei hat. Es wird dann immer dunkler mit der Zeit. Euer Feuer geht aber nicht aus. Es ginge nun an die Wache. Wer möchte die erste Wache machen? Oder wie wollt ihr euch die über die Nacht kommen? Zu viert schafft ihr das ja gut. Sollen wir uns einfach machen, wie die Marschreihenfolge war? Gerne. Also Grimse würde sich auch ein bisschen abseits vom Feuer setzen. Man sieht, dass es so ein bisschen seitlich ist und ihn nicht blenden kann. Weil sich seine Augen, die dunkler ist, wird die Pupillen verstellen. Und in die natürliche Dunkelsicht seines Volkes geht, ohne drüber nachzudenken. Und da also möchte er auch nicht richtig grell ins Feuer gucken, um nicht geblendet zu werden. Und würde dann auch wie üblich mit einem einfachen Nicken und ohne einen weiteren Kommentar sich an den Platz setzen, um die erste Wache zu übernehmen. Allerdings den Bogen dabei von der Schulter nehmen und mal zwei Pfeile aus dem Köcher sich in den Boden stecken.
Okay. Die anderen sind bereits eingeschlafen. Gib mir bitte einen Perception-Check. Würfel auf Perception, bitte. Ist gerade da. So. Das war ja Bombe. Eine 11. Um dich herum ist es still. Du bemerkst nach kurzer Zeit das gleichmäßige Atmen deiner Kameraden und das Schnarchen von Dose. Und das Feuer weiterhin geht nicht aus und während deiner Wache passiert nichts Aufregendes. Du kannst die nächste Person wecken, was Funke wäre. Ja, zu ihm übergehen und ihn dann, naja, ich sag mal, für Grimm-Verhältnisse relativ sanft antippen. Oh, hey Grimm, hi, ist es schon meine Schicht? Ja, nichts Besonderes. Okay, dann lege ich mal los. Okay, würfle bitte auf Perception. Wie machst du das genau? Wie möchtest du die Wache machen? Wo willst du hingehen? Vielleicht auf einen Baum klettern oder dergleichen? Als Halbling habe ich leider nicht die Vorteile einer Dunkelsicht, wenn ich mich recht erinnere. Richtig. Aber ich habe Feuer. Ich würde auf jeden Fall den Zaubertrick Produce Flame zaubern, damit ich halt in meiner Hand so eine Flamme halte. Mhm. Und das eben kontinuierlich. Und ich würde mir noch zur Verstärkung herbeirufen, nämlich mein Wildfire Spirit. Ja, und sehr schön, ja. Genau, das ist so ein fliegendes Eichhörnchen, aber komplett aus Feuer gemacht. Und in so Orange-Weiß-Tönen kommt das quasi aus meiner Rüstung so geklettert, krabbelt um mich herum und fängt dann an, so ein bisschen rumzufliegen und bietet mir noch so ein zweites Paar, nennen wir es Augen, auf die ich mich dann bei der Wache verlassen kann. Und erhält so ein bisschen die Umgebung um dich herum und kann auch dorthin fliegen, wo du was sehen möchtest und dich so ein bisschen unterstützen. Genau, gib mir gern auch du einen Perception-Check. Ja. Nice. 20. Dein kleiner Helfer fliegt auch so ein bisschen um die Gegend, wie wir es gerade beschrieben hatten, um dir da ein bisschen Übersicht zu geben. Und du stehst neben dem Findling oder auf dem Findling, willst du ein bisschen, wo willst du genau sein? Es gibt den Findling, es gibt den großen Baum und die Feuerstelle selbst und die Böschung, wo man runterschauen könnte. Ich glaube, ich kletter auf den Findling drauf. Ja. Und setze mich dann da oben hin und versuche so die Umgebung im Blick zu behalten. Ja. Du siehst nach ein paar Stunden, sagen wir nach einer Stunde ungefähr, wie gerade dein Helferlein so ein bisschen ins Unterholz fliegt, um wieder den normalen Umweg halt so ein bisschen zu beleuchten. Die Umgebung. Und dann nähert sich aus dem Unterholz irgendetwas Großes auf den Helfer zu. Da werden so, siehst du oben so raschelnde Zweige und Blätter, Gewuschtel und du hörst von da aus. Oh. Dann rufe ich Fünkchen zurück, so heißt der Kleine. Und fliegt der zurück, ja. Und gehe mal in die Richtung von diesem Geräusch, von diesem Gebüsch, sodass ich zwischen meinen Kumpanen und dieser potenziellen Gefahr stehe. Würfel bitte auf Nature. Oh, da bin ich nicht so gut. Eine 12. Du bist überzeugt, dass da ein großer Wolf auf euch zukommt. Ein Direwolf, ein Schreckenswolf wahrscheinlich. Da sind riesige Viecher. Du siehst so ein bisschen aus, so ein bisschen eine Rippe. Er ist ausgemagert und sieht ziemlich hungrig aus. Kommt geblüht auf das Lager zu. Dann hüpfe ich schnell zurück, mache Lärm und versuche die nächstliegende Person hinter mir irgendwie zu erreichen und mitzuwecken. Ja, werden alle wach. Sind alle wach. Alle wach. Was? Was? Wo? Das ist ein riesiger Wolf. Riesig Ober. Im Vergleich zu dir oder zu Grimm? Ja. ich würde noch versuchen, den Wolf zu beruhigen als Druide. Vielleicht wie? Gelingt mir das ja. Einfach. Ich würde
Nee, noch besser. Ich spiele ja mit Feuer. Ich leite Fünkchen an und so ein bisschen um das Gesicht und den Kopf und das Blickfeld von dem Schreckenswolf drumherum zu fliegen. Und ich selbst halt auch eine Flamme in meiner Hand hoch und sage, Schuh, Schuh. Gib mir bitte einen Intimidation-Check, das ist einschüchtern. Weil du es mit Feuer machst, bitte mit Vorteil. Oh, das ist gut. Yes. Ne, 20. Ja, super. Der Wolf, völlig eingeschüchtert von diesem Feuerspektakel, zieht den Schwanz ein und zieht sich zurück und läuft zurück ein paar Schritte, ein paar Meter schneller, dreht sich um und rennt da vorne ins Unterholz. Glück gehabt. Sorry, Leute, können weiter schlafen. Dein Ernst? Ich zieh mein Haarnetz wieder auf und leg mich wieder. Sehr gut. Gut gemacht, kleiner Mann. Ihr bettet euch zur Ruhe. Der Wolf taucht nicht mehr auf, Funke. Und der Rest der Nacht und der Wachen verläuft ohne Ereignis. Das können wir jetzt springen zum nächsten Morgen. Das erste Licht des nächsten Tages. Ich Wölfe verhauen. Auch während Ferdinands und Dosis Wache kehrt der Wolf nicht zurück. Ihr habt immer ein waches Auge, aber er kehrt nicht zurück ins Lager. Während meiner Wache rufe ich in den Wald. Wolf! Komm zurück! Du hörst. Ich sprech kein Wölfisch. Komm einfach wieder. Aber er nähert sich nicht. Verdammt! Genau, die Sonne weckt euch alle. Am nächsten Morgen gibt es ein schönes Frühstück noch. Wenn ihr Ration habt, könnt ihr euch gerne eine abziehen. Oder ich weiß nicht genau, was Funke sonst auch von den Bären hat. Da sind auf jeden Fall noch welche übrig. Die halten ja einen Tag. Dann können wir die auf jeden Fall noch benutzen und einfach unsere Rationen noch pimpen. Sehr schön, dann sparen wir uns das Micromanagement an der Stelle, braucht ihr nichts abziehen und ihr könnt weiter der Spur folgen. Okay. Wollt ihr es so machen oder wollt ihr noch was ausspielen am Feuer, als ihr zusammenpackt? Habt ihr irgendwie noch Bedarf? Was ist, wenn der Wolf sie gefressen hat und du hast den Wolf verscheucht? Ich habe den Wolf verscheucht, ja. Aber das war, glaube ich, abgemagert aus. Prüfung. Ich glaube, es war ein Teil seiner Prüfung. Er müsste jetzt kurz davor sein, wirklich alles bestanden zu haben. Diese Aktion mit dem Wolf, auch wenn sie euch nicht gefällt, war doch wirklich beeindruckend, fand ich. Ja, ich habe nur dieses Funkenspiel gesehen. War noch ein bisschen müde. Ein wildes Tier zu erschießen kann jeder. Aber es entweder besänftigen oder sich als größer geben, obwohl man es nicht ist. Das ist wahre Kunst. Genau. Naja. Genau, mein großer Freund Grimm. Na gut. Aber das nächste Mal in meine Richtung jagen. Ich werde dran denken, wenn ich das nächste Mal auf einen hungrigen Schreckenswolf treffe. Vielleicht ergibt sich dafür bald die nächste Gelegenheit, denn als ihr euren Weg fortsetzt, bemerkt ihr im Unterholz neben euch, dass der Wolf in einiger Entfernung zu euch parallel mitläuft wahrscheinlich. Grimm kann ihn immer wieder im Unterholz erblicken. Es ist wirklich ein ausgehungertes Tier, das jetzt mit euch mitläuft. Ihr geht weiter und kommt nach einiger Zeit, also erstmal nehmt ihr diese Fährte wieder auf. Dafür bräuchte ich bitte noch einmal einen Survival-Check, Grimm. Da helfe ich dir auch wieder, Grimm. Mit sicher, Vorteil. Sicher. Ist auch gut so. 14. Es gelingt euch, die Fährte wieder aufzunehmen und ihr kommt nach einer Tagesreise aus dem Unterholz raus. An eine seltsame Stelle, auf einen Pfad, auf dem ihr weitergegangen seid, jetzt schon einige Stunden. Und vor euch auf dem Pfad, etwas abseits davon, an einem Baum,
Da baumelt irgendwas. Mein Körper. Mon Dieu, was mag das wohl sein? Das sieht nicht gut aus. Ich würde mal vorsichtig näher gehen und den Bogen von der Schulter nehmen und einen Pfeil auflegen. Grimm nähert sich etwas diesem Baum. Ich folge in leichtem Abstand. Ihr seht dort einen Menschen hängen. Geht ihr näher ran? Wird fliegen, summen. Es ist Poppy, der da hängt. Oh nein. Nein. Da kommt noch gar keine Luft. Schnell, hol ihn einer da runter. Ja. Ich zücke meinen Dolch und lasse ihn vorsichtig herunter, so gut es geht. Hilf mir bitte einer. Der ist ganz schön schwer für mich. Ah, also, okay. Als Poppy abhängst, als sie den abhängt, merkt auch Ferdinand, dass er über und über mit Honig eingeschmiert ist und Insekten und Vögel ihn schon etwas zerfressen haben. Wer macht denn sowas? Das ist aber ungewöhnlich. Oh Gott, armer Poppy. Poppy ist die Person, die mit euch sprechen wollte, kurz bevor sie überhastet mit Rowena das Lager verließ. Dringend mit euch sprechen wollte. Der alte Mann mit den Krähenfüßen vom Lachen und den langen weißen Haaren, die zum Zopf geflochten sind. Eindeutig Poppy. Ich mochte ihn wirklich gerne. Lasst mich ein paar Zeilen sagen. Grimse würde ihn dann so ein bisschen abseits ziehen und anfangen zu buddeln. Also Grab auszuheben. Mhm. Stumm, wie er das meistens macht. Wenn ja. Er irgendwas macht. Kommst gut voran in der weichen Erde. Ja. Wenn ihr den dann reinlegt, dann Poppy, du warst die Weisheit und auch die Freude unseres Camps. Mögest du in Frieden ruhen und genauso viel Freude wie bei uns im Lager auch in deinem nächsten Leben weitergeben. Amen. Fällt mir zufällig irgendwas an Poppy auf, außer dass er in Honig eingeschmiert ist? Würfle bitte auf Medicine. Als ob ich darin gut wäre. Wo haben wir es? Ja. Wenn du dich darüber beugst, dann gucke ich mal mit. Was hast du? Jetzt bin ich nicht angekommen. 19. 19. Also Poppy war schon tot, bevor er dort aufgehangen wurde. Dieser Honig, mit dem eingeschmiert wurde, hat zu seinem Ableben nichts beigetragen. Ihm wurde mutmaßlich der Hals gebrochen. Und das auch nicht durch das Seil? Nicht durch das Seil, nein. Ja. Auch nicht. Richtig. War schon tot, bevor er aufgehangen wurde und tot, bevor er mit dem Honig eingeschmiert wurde. Also die Insekten und Vögel waren nicht für den Tod verantwortlich. Das Aufhängen auch nicht. Er muss vorher schon durch Verdrehen des Kopfes ruckartig getötet worden sein. Du schaust so erschreckt, Funke. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Poppy wurde schon, als er tot war, da drauf aufgehangen am Seil, am Baum. Irgendjemand oder irgendetwas hat ihm das Genick gebrochen. Nein, gut, wie gut, dass es dir aufgefallen ist. Wie kann man das denn rauskriegen? Normalerweise wird einem doch das Genick gebrochen, wenn man gehängt wird, oder? Ich schaue nur, die Natur redet mit mir. Das ist so eine einseitige Geschichte leider. Wirklich? Dann gibt sie keine Widerworte, das ist auch sehr schön. Nein, du gibst keine Widerworte. Ich gebe keine Widerworte. Und die Fragen, die ich stelle, werden manchmal beantwortet, manchmal eben nicht. Kann denn die Natur auch sagen, wer das war? Nicht, ich kann ja mal fragen. Oh Natur, wer war das? Zur Antwort hörst du nur das Rascheln der Blätter im Wind. Grimm, ja, das ist das, was ich normalerweise höre.
schaut nochmal auf das Grab, schaut dann kurz zu Funke, zu den anderen, zieht dann den Dolch und sitzt sich so in der Handfläche. Wir werden dich rächen, alter Mann. Jemand wird dafür bezahlen. Mit Blut. Wer? Können wir oder kann ich irgendwas sehen an dem Äußeren von Poppy, das anders ist zu dem Zeitpunkt, wo er das Camp verlassen hat? Mir fällt nichts direkt auf, was anders ist an Poppy. Was du aber weißt, durch diesen sehr guten Nature-Check ist, dass dieses mit Honig einschmieren und hängen lassen eigentlich eine Methode ist, die von Goblins angewendet wird. Okay. Dose. Ich habe gehört, Goblins machen sowas häufig mit ihren Feinden. Also hat die Natur gesagt, da Goblins waren das. Nee, das habe ich, glaube ich, irgendwo mal aufgeschnappt. Haben ja gerade so einen Gedanken, kurz. Diese widerlichen Viecher. Ja, du kennst dich doch mit denen bestimmt aus. Was soll das denn heißen? Das ist eine Beleidigung. Er meinte, dass du sie bekämpfen kannst. Ach so, ja, Hammer auf Kopf. Ah, ein Taktik-Methode. Einige von der Art meines Vaters halten sich Goblin-Sippen als Sklaven. Dein Vater ist Dunkelelf? Ach, entschuldige bitte. Ja, der Grosch. Du kriegst einen sehr langen Blick aus gelben Augen und so ganz langsam versteinert der Mundwinkel. Das hätte mich auch erstaunt, aber ja, es ist natürlich klar. Auch Orks tun sowas. Wissen wir denn von Orks oder Goblins hier in diesen Wäldern? Nee, eigentlich nicht. Jetzt dann sollten wir. Also wenn es Goblins waren, dann müssten sie doch Spuren hinterlassen haben, oder Grimm? Ja, wobei Goblins tatsächlich sehr gut sind. Ich dachte böse. Manchmal zweifle ich daran, ob er wirklich schlau ist. Das ist auch nur belesen. Ein wirklich sehr tiefes Ein- und Ausatmen, so die Hand entspannt sich wieder. Ich meine damit, es wird schwieriger werden, vermutlich jetzt eine Fährte zu finden, als es vorher der Fall war. Ah, ja. Wollt ihr es denn trotzdem versuchen und eure unglaublichen Fähigkeiten versuchen anzuwenden? Nein, ich dachte, wir gehen jetzt nach Hause. Wir müssen ja auch noch unsere Anführerin finden. Ja. Aber es wäre natürlich möglich, dass die Anführerin, dass unsere geschätzte Rowena genau dort ist, wo auch diese Goblins sind oder die zumindest diejenigen sind, die unseren lieben Poppy umgebracht haben. Goblins können aber keinem das Genick brechen. Zumindest nicht mit reiner Kraft. Naja, wenn es genug davon sind. Drei ziehen an einem Kopf. Oder sie haben einen Troll oder so. Gibt es denn vielleicht noch irgendwas an Spuren? Du könntest doch mal schauen. Du bist doch so ein Begnadeter und hast uns so gut geführt. Ja, Grimm ist immer noch voll im Suchmodus drin. Brauchst dich nochmal drauf würfeln, das gilt noch. Und dir gelingt es, die Fährte wieder aufzunehmen, auf der du eh schon bist, ohne Probleme. Aber das sieht nicht aus wie Goblins. Das bist du anderes gewohnt. Da war kein Goblin hier. Dann habe ich eine Ahnung, was das sonst sein könnte. Das wird schwer. Da kommst du nicht ohne weiteres drauf. Hab ich vielleicht eine Ahnung, was das sein könnte? Ihr könnt probieren, auf Survival zu würfeln, aber es ist echt schwer.
Ich würde euch mal ein bisschen anfeuern, bevor es jemand versucht und eine Bardic Inspiration dafür aufbrauchen. Oh ja. Um diese Bemühungen zu unterstützen und ich sage irgendwas wie Grimm. Sei inspiriert. Sieh mich an und genieße. Er darf jetzt aber total der Genuss jetzt. Er darf jetzt einen Würfel drauf rechnen auf sein Ergebnis, ne? Glaube ich. Ein W4 oder W6? Was ist es? Ein W6. Okay, sehr schön. Dann probieren wir bitte auf Survival mit dem W6 drauf. Wie konnte ich dann auch? Einfach zweimal würfeln. Na gut. Also einfach einmal Survival-Check und dann machen wir W6 würfeln. Da kannst du unten links auswählen, auf den Würfel klicken und dann W6 aussuchen zum Würfeln. Links unten in der Ecke. Ja, ich, Moment. Ja, und ich würde auch wieder mithelfen. Zwei so Naturburschen sind ja besser als einer. Jetzt sagen wir noch kurz, was da rauskommt. Ja, Oder einfach einen normalen W6, der gerade rumliegt irgendwo. Ich gerade so. Oh. So, jetzt würfel doch bitte. Will er nicht. Okay, Moment. Ich hole mal da die Bardic Inspiration dazu. Und es ist leider nur eine 1. Ist ja auch von mir. Eine 5. Okay, da hast du eine 17. Was aber leider nicht genug ist. Aber du kannst mit der Hilfe von Funke noch mal probieren. Mit einfach noch mal einen ganz normalen Check. 5. Nein, ihr kommt nicht drauf. Ihr kommt nicht drauf, wer noch da mit dabei ist. Wir stoßen ja an unsere Grenzen. Manchmal kann Schönheit auch blenden. Aber die Pferde habt ihr noch. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Vielleicht sollten wir einfach, bevor wir Spuren hinterlassen, durchs Übergeben, schnell voranpreschen und schauen, dass wir hoffentlich Rowena noch finden, lebendig. Ja, Eile könnte Not tun. Wollt ihr euch beeilen? Das führt dazu, dass ihr leichter wahrgenommen werden könnt, aber ihr kommt natürlich noch voran. Ja. Dann rast ihr jetzt durchs Unterholz und nach ein paar Stunden, als es gerade beginnt zu dämmern, kommt ihr völlig außer Puste an einem größeren Berg an. Der Wald endet unvermittelt auf einer großen Lichtung. Die Spur hat hierher geführt. Teilweise auch ein bisschen durch so Bluttropfen unterstrichen diese Spur. Ihr seid wirklich hierher gerast. Bemerkt, dass der Wolf immer noch an eurer Seite ist, als ihr gerade zum Stillstand kommt. Jetzt auch so ein bisschen angestachelt, ihr hört den Schwerschnaufen im Unterholz. Und seht vor euch einen Berg in ungefähr 20 Metern Entfernung und blickt direkt auf eine Holztür, auf eine runde Holztür, also halbrund, vor der zwei Goblins stehen. Mit gezückten Krummsäbeln haben die, glaube ich. Goblins. Da sind sie. Ja, Krummsäbel, genau. Haben die uns schon bemerkt? Nee, die stehen da und gucken euch nicht entgegen. Die gucken so in eine andere Richtung und halten sich irgendwie. Versteht's nicht genau, was die reden. Müsstet näher ran. Okay, Leute. Soll ich mich mal kurz ranschleichen, schauen. Du links, ich rechts. Genau, also Goblins sind untersetzte Wesen, die orangene Haut haben, lange, spitze Ohren, eingedrückte Nasen. Die beiden Exemplare auch haben ganz spitze, angefeilte Zähne regelrecht und stehen dort im Lendenschurz mit metallenen so Armschienen, wo so Stacheln wegführen. Sehen nicht nett aus, wie sie da stehen und miteinander tuscheln. Sie tuscheln nicht, sie reden ganz normal laut miteinander, rufen auch, schubsen sich so ein bisschen manchmal, aber sind trotzdem aufmerksam und gucken, also sind auf der Wache, ne? Ja. Bewachen die Tür. Jetzt, sorry. Funke, du wolltest dich nähern, ne? Genau, ich würde mich im Idealfall zwischen, also auch, also der Schreckenswolf ist ja auch noch bei uns da irgendwie. Ja. Und ich würde mich quasi auf der Seite unserer Gruppe und der Goblins annähern, sodass ich auch noch
in der Nähe vom Schreckenswolf bin, den vielleicht noch mit im Blickfeld halten kann und mich dann möglichst geschmeidig daran schleichen. Wenn du auf die zugehen möchtest, ist da offenes Feld. Also die 20 Meter, da steht kein Baum mehr. Da sind noch so ein paar Felsen, hinter die man sich vielleicht verstecken könnte, wenn man sich klein macht und hinrennt. Da musst du aber sehr flink und sehr gut sein. Es wird ein bisschen dunkel jetzt. Die Sonne geht gerade unter. Ist gar nicht so schlecht eigentlich. Aber trotzdem schwierig, da nicht gesehen zu werden. Hey. Wie wär's mit einer List? Ihr könnt euch auch komplett um die Lichtung drumherum und von hinten vielleicht kommen. Das würde auch gehen. Da sehen die ja nicht hin. Die stehen vor dem Berg. Der Berg ist so groß, dass die da nicht drüber sehen können. Ich würde vorschlagen, Dose ist die Ablenkung. Ich glaube, ich wirke harmloser. Ich könnte sie anlocken und so tun, als ob ich versehentlich in ihre Blickrichtung gegangen bin. Ihr könnt das auch beide machen. Ja, zwei sind natürlich auffälliger als einer. Ihr könnt euch im Gebüsch verstecken und ich versuche, sie herzulocken. Machen wir es. Ja. Also anlocken. Genau. Und Grimm und ich? Wir sitzen im Gebüsch und überfallen die beiden Goblins dann. Und ich würde versuchen, sie von der Tür wegzulocken. Ich zück mal mein Geld, schaue in meinen Geldbeutel rein und bewege mich pfeifend auf die Lichtung raus und lasse versehentlich ein Stück Gold fallen und sage, oh, mein Gold ist runtergefallen. In dem Moment, als du auf die Lichtung raustrittst, senken sie direkt ihre Krummsäbel. Der andere fällt ihm irgendwas zu. Und der andere greift hinter sich, fummelt einen Pfeil raus, legt den Zittrich auf den Kurzbogen und visiert dich an. Stopp, keine Bewegung. Oh, da bin ich aber froh, dass ihr mich nicht gleich erschossen habt. Wisst ihr, ich bin hier geflohen und ich habe gerade Geld im Wald gefunden. Ich dachte, es wäre vielleicht euers, aber das kann ja wohl nicht sein. Ich versuche die mal. Die Goblins laufen auseinander. Der Goblin mit dem Pfeil und Bogen visiert dich weit an. Das ist der mit B, der Bravo, der unten gekennzeichnet ist. Kommt näher auf dich. Der andere hat inzwischen auch Kurzbogen rausgenommen und visiert dich an und kommt von Norden auf dich zu. Ich weiche langsam zurück, aber ihr müsst doch nicht gleich so lass noch ein Goldstück versehentlich fallen geh langsam in Richtung Gebüsch. Yes. Und dann schießen sie auf dich und würfeln auf Initiative. Ja, da habe ich natürlich auch mit gerechnet ein bisschen, aber so, alle was jetzt? Haben die anderen gemacht? Habt ihr euch irgendwie anders platziert? Also man sieht es nicht so richtig auf der Karte, aber so über und unter euch, so gesamte Linie, ist noch Wald. Da seid ihr noch im Unterholz verborgen quasi. Ferdinand steht jetzt in der Lichtung eben, ist sichtbar. Und die anderen können sich aber in der Zeit, wo Ferdinand was gemacht hat, so ein bisschen bewegt haben, wenn ihr das wolltet. Dosis erstarrt. Okay, jedes Gästchen ist 5 Fuß, genau. Habt ihr noch Fragen? Ja, ich hätte mich so im Gebüsch auch versteckt. So ein bisschen fernab ungefähr. Was sind das? Ja, so in der Entfernung, wo ich jetzt auch meine Figur hingestellt habe. Okay, alles klar. Also die beiden haben keinen Alarm geschlagen, haben euch noch nicht bemerkt. Du den Ferdinand mit seinem Gold. Und jetzt wechsle ich kurz auf das Encounter-Tool. So. Warum ist, würde ich mich gerne dahinter stellen, um mir einen gewissen Vorteil zu geben, weil ich bin ja schon Richtung Wald zurückgelaufen, wo die geschossen haben. Ja, bist du ein bisschen zurückgelaufen? Okay, also ich sehe schon jetzt. Genau, würfel bitte auf Initiative, Dose deine 20. Grimm kommt. 14. Ferdinand. 10. Eine 10. Und Funke, hat Funke schon gewürfelt? 19. Ah, ja. 19, danke. Okay, die erste Person, die handeln darf, also noch bevor die schießen, jetzt ist Dose. Dose, du bist dran, was möchtest du tun? Du bist Angriff! Unter Holz. Ich renne nach vorne auf den Goblin B zu.
Auf Bravo. Bravo ist ungefähr 40 Fuß entfernt von dir. Warte mal, ich mache von hier, ich messe mal von da. 30 Fuß. Was ist deine Bewegungsreichweite? Ich glaube, die ist nicht 30. Wo steht die? Du bist ja ein Zwerg. Auf deinem Charakterblatt. 25 Feet. Bitte. 25, genau, Walking Speed. Das heißt, du könntest hindashen, also hinrennen. Das wäre dann deine Aktion, dass du dich einfach in den Nahkampfangriffsbereich des Gegners bewegst. Ja. Ja, und dann kannst du nichts mehr machen, aber du stehst halt am Gegner dran. Und wenn er jetzt wegläuft von dir, kannst du ihn mit dem Gelegenheitsangriff angreifen, zum Beispiel. Wolltest du das tun? Angriff! Ja. Super, Dose rast auf Goblin Bravo zu. Okay, Funke, was möchtest du tun? Du bist dran. Ja. Für Papi! 25 Fuß weg von Bravo. Ja, dann bewege ich mich auch durch das Gebüsch und Geäst und würde mich, ja, ich weiß gar nicht, wie weit das alles hoch. Sorry. Genau, der ist 20 Fußzünder weg. Das Gebüsch ist eigentlich, zählt es für Difficult Terrain, also dass man doppelt so viel Bewegung braucht, um da durchzukommen, aber ist kein Problem, der Gedash-Zeit kommt dir da gut hin. Und Funke genauso. Ja. Was? Du hast dich jetzt ungefähr 25 Fuß bewegt und kannst jetzt noch angreifen, wenn du möchtest. Ja. Von da aus, wenn es Fernkampf ist. Ja. Ja, das mache ich doch. Dann zauber ich wieder eine Flamme in meiner Hand mit diesem Produce Flame und schleudere die dann direkt auf den Goblin drauf, auf Bravo. Mal schauen, was dabei passiert. Mit einer 17. Eine 17 trifft. Und dann kriegt er zwei Feuerschaden. Zwei Feuerschaden. Der Goblin heult auf. Aber er steht noch. Aber sein Lendenschurz hat Feuer gefangen. Möchtest du noch was tun? Nee, das wäre alles von meiner Seite. Okay, dann ist Grimm dran. Goblin A. Puh. Okay, bekommt einen Pfeil ab. Ja, 10 Fuß bist du weg, genau. Würfel gerne mit dem Pfeil und Bogen dann. Yep. Longbow. 22. Das trifft. Sieben Schaden. Wow, das ist direkt ein Kopfschuss, mit dem du den Goblin da niederstreckst. Heulend und röchelnd haucht er sein Leben aus. Ja. Möchtest du dich doch irgendwie bewegen? Du könntest dich noch bewegen. Meine Kamera spinnt wieder. Ja, da würde ich dann quasi, warte mal, könnte ich jetzt noch einen, 15, also dann quasi auf die Position gehen, wo der Goblin vorher war. Ja, genau. Und einen zweiten Pfeil bereit machen, um die gegebenenfalls noch abzufeuern. Okay, da ist der andere Goblin jetzt dran. Der sieht, dass sein Freund down gegangen ist, sieht sich an der Überzahl Gegner konfrontiert und rennt zurück zur Höhle und ruft Alarm, Alarm! Aber als er gerade rufen will und wegrennt, halt kann Dose zuhauen, tatsächlich. Weil er dann den Nahkampfangriffsbereich von dir verlässt, Dose. Und du gibst dann so eine Reaction raus, um ihn dann anzugreifen. Na, dann würde ich ihn doch hauen wollen, ja. Mit, ja, genau. Ich lasse meinen Kriegshammer über den Kopf kreisen und dann bleibst du wohl hier! Und dann. Fangschlag. Bei mir steht noch nicht das Ergebnis. Mir auch nicht. Jetzt. 19! Trifft! Ja! Jetzt, genau, und jetzt kannst du daneben klicken, auf, um den Schaden auszuwürfeln. Daneben. Achso, auf dem. Ja. Was denn davon? Da sind zwei. Genau, ein W8 plus 3, wenn du es einhändig führst, und ein D10 plus 3, wenn du es zweihändig führst. Ja, ich habe ja mein Schild noch, also ein. Dein, ein, dann das obere, ein D8 plus 3. Ratter, 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 ratter.
Eine 6, ja, perfekt. Also als er gerade wegrennt und gerade... hast ihm direkt den Kopf eingeschlagen und das war nicht besonders laut, was er gerufen hat. Die Goblins sind da niedergestreckt. Sehr schön, sie liegen vor euch. Großer Alarm ist nicht geschlagen worden. Was wollt ihr tun? Ich würde zur Dose gehen und sagen, so auf die Schulter klopfen, Dose, deine Taktik, phänomenal. Funktioniert 1A. Ja. Natürlich, klar. Das war ja... Plan doch aufgegangen. Das war ja ein... der ist weggelaufen. Und so. Aber wie ist der andere umgefallen? So viel habe ich gar nicht ausgeholt. Schaschlik. Er hatte einen plötzlichen Anfall von Tod. Das ist ja praktisch. So, Wenn so den Pfeil aus dem Auge von dem Goblin wieder rauszieht. So, so jetzt gehe ich mal mit dem Hammer an die Tür klopfen. Was meint ihr? Vielleicht nicht klopfen. Vielleicht können wir sie leise öffnen. Dem Hammer leise öffnen? Nein, ohne Hammer. Wieso ohne Hammer? Das macht keinen Sinn. Vielleicht haben ja die Goblins auch einen Schlüsselbund oder sowas dabei. Weiß nicht, ob Goblins Schlüssel benutzen. Wenn sie glitzern? Ja, also ich gucke mir mal kurz den Goblin an, dem so ein matschiger Kopf... sehr schön. Das war auch der größere von beiden. Und du ziehst aus seinem Bündel einen Holzschlüssel hervor. Tatsächlich. Und ansonsten noch ein bisschen ungenießbares Essen. Also gammeliges Fleisch, das würdest du wahrscheinlich nicht mehr essen wollen. Ansonsten haben die einen Wolf. Vielleicht der Wolf. Aber ein Reichtum haben sie sonst nichts dabei. Das reicht mir auch. Ich habe einen Schlüssel. Das bietet Möglichkeiten für unendlich viel Reichtum. So aus dem gleichen Holz gestützt wie die Türe. Danke. Aber ich würde tatsächlich das Fleisch auch mitnehmen, ja, und sagen, Jungs, guck mal, ich habe hier einen Schlüssel. Schaut doch schon mal, ob die Tür dafür passt. Und nochmal kurz, weil der Wolf uns die ganze Zeit gefolgt ist, versuchen abzuklären, ob der uns mag. Mit so einem Stück vergammeltem Fleisch. Du willst dem Wolf vergammeltes Fleisch geben, damit er uns mag. Nee, ich will gucken, ob er eher mich essen möchte oder das Fleisch und dann rausfinden, ob er mich mag oder nicht. Das ist eine dumme Idee. Okay, Funke entfernt sich von der Gruppe auf den Wald zu, als die anderen sich gerade Richtung Tür machen. Oder ich weiß nicht, was ihr machen wollt, aber Funke ist gerade daran, wieder in den Wald zu gehen mit diesem Fleisch in der Hand. Und der Wolf nähert sich dir aus dem Unterholz. Du hörst schon so. Und du siehst den Geifer aus seinem Maul laufen. Der guckt dich genau an. Ja, ich mache noch eine Flamme an in meiner Hand. Und der Wolf ist riesig. Der Wolf ist riesengroß, by the way. Ist ein Schreckenswolf wirklich. Und der ist, ich blende ihn mal kurz ein. So groß ist der. Sie nehmen vier Felder ein auf dem Grid. Und Funke steht gerade 10 Fuß weg von ihm. Und zum Sprung setzt er an. Seine Sehnen spannen sich in seinem Körper. Was tust du? Ich schmeiß ihm das Fleisch hin. Und er stürzt nach vorne. Da reißt das Fleisch. Er frisst es auf. Schluckt es runter in einem Haps. Und blick dich wieder an. Wenn du uns in Ruhe lässt, gibt's morgen mehr. Und ich lasse mich langsam wieder zurückgehen. Da gibt's auch noch Goblins. Er greift dich nicht an, als du dich zurückziehst zur Gruppe. Er bleibt im Unterholz. Zieht sich wieder zurück, ein bisschen. Ja, dann ziehe ich mich zurück zu Ferdinand und flüstere ihm so entgegen. Ich glaube, der mag uns. Gib ihm doch einen Goblin zu essen. Die sind doch eh über, bevor die schlecht werden. Die sind voll schwer, diese Goblins. Erst vergammeltes Fleisch, dann Goblins. Ich glaube, dieser Wolf leidet unter Geschmacksverirrung, wenn er den Goblin frisst. Ist doch sowieso dasselbe. Vergammeltes Fleisch oder ein Goblin. Ich glaube sogar, wenn ich Wolf wäre, würde ich eher ein vergammeltes Fleisch als ein Goblin essen. Ja, ich glaube, da würde ich mich anschließen. Nicht, dass ich sowas jemals versucht hätte.
Ich bin mir sicher, dass du das nie versucht hast. Nein, Goblin. Nein, das ist nicht mein Geschmack. Hütchen, so, jetzt reiße ich die Tür aus dem Angeln und gucke, ob der Schlüssel passt oder wie ist jetzt der Plan. Okay, genau, lass uns das mal probieren. Der Schlüssel ist aus dem gleichen Holz gefertigt, aus dem auch die Tür gemacht ist. Und es ist wirklich erstaunlich, weil der gesamte Mechanismus, um mir dieses Tor zu verschließen, ist komplett aus Holz. Seltsam. Eigentlich müsste ja irgendwie was mechanisch sein. Das ist alles Holz. Ihr dreht den Schlüssel im Schloss rum und Tür ist offen. Wollt ihr sie öffnen? Sie geht nach außen auf. Ich mach die Tür auf. Funke öffnet die Tür. Und ein abgestandener Luft, eine abgestandene Luft kommt euch entgegen. Kühle Luft kommt euch entgegen, gewogen da aus der Dunkelheit. Und ihr seht auf einen kleinen Raum, das ist ungefähr 16 Quadratmeter. Und da sind über den Fußboden verteilt metallene Rüstungen und Waffen. Und so an den Ecken dieses Raumes sind so etwas größere Rüstungsberge und das ist so ein bisschen, ja, sind in den Ecken. Gegenüberliegende Wand seht ihr wieder eine Holztüre, die verschlossen ist. Es ist komplett finster da drin. Also die Dunkelsicht haben, können das sehen. Funke kann es erahnen. Du siehst nur diese herumliegenden Metallgegenstände, diese Rüstungen und so. Das ist ja ein Paradies hier. Ich mache mir auf jeden Fall eine Flamme an, damit ich was sehen kann. Ja, Flamme erscheint in deiner Hand. Und du kannst auch, siehst auch jetzt hinten an den Ecken des Raumes diese aufgetürmten Rüstungen und Helme und Schilde. Alles verrostet. Kann ich erkennen, was es genau ist, irgendwie zu welcher Rasse die gehören oder so, ob die mir da was davon passt oder nicht, oder ob Ferdinand oder Grimm davon was passt? Die Rüstungen sind komplett nutzlos. Sie sind korrodiert, verrostet. Und du entdeckst auch so etwas. Gib mir gerne einen Perception-Check, bitte. Mhm. Ratata, 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 ratata. Ja. Das rechnet noch. Das hat echt bis jetzt der 15. Mhm. In der rechten Wand, wenn man reinkommt, an der rechten Wand ist ein großes, ungefähr faustgroßes Loch in der ansonsten solide gearbeiteten Steinmauer. Also dieses Fels wurde rausgeschlagen. Dieses künstlich hergestellt worden, dieser Raum. Und auch dieses Loch in der Wand ist künstlich hergestellt worden. Hier ist ein Loch in der Wand. Wie groß ist denn das Loch? Faustgroß. Kommt da einer dran? Grimm? Geht ihr rein in den Raum? Ja, klar. Vorsichtig. Ist doch Paradies, also Grimm, so viel Metall. Tut es vorsichtig. Wer geht vor? Grimm. Okay. Okay, Grimm geht vor. Als du durch die Tür durch bist, bewegen sich so ein bisschen diese Haufen hinten in den Ecken. Geh wieder raus. Du gehst wieder zurück und das bewegt sich immer noch etwas. Aus einem dieser Haufen kommt ein Viech rausgekrochen, das ganz, es sieht orange aus, also Dark Vision siehst du ja keine Farben, aber das Licht, das vom Tag noch reinfällt, ermöglicht dir diese Erkenntnis. Es ist orange, hat so lange Flamme, ne? Fühler und läuft wie eine riesengroße Kellerassel auf dem Boden, hat einen drachenähnlichen Schwanz, der von ihm wegführt und läuft so langsam auf dich zu. Oh. Ja, also Grimm wird sich zurückfallen lassen. Also so quasi so eine Rückwärtsrolle machen und dann den Bogen ziehen und anlegen. Okay. Das Viech läuft so ein bisschen wieder drückt sich an die Wand ran und versucht sich wieder zu vergraben in so einem Rüstungshaufen. Was war das denn? Vergräbt sich. Möchtegern Drache?
Das genau ist richtig für unseren Drachenbüter, würde ich sagen. Funke. Ihr wollt mich da reinstecken? Hast du Drachentöter? Also Grimm ist einer, ich war keiner, Ferdinand bestimmt nicht. Also musst du ein Drachentöter sein. Auf keinen Fall. Ich kann Drachen beschreiben, aber nicht... Wie wär's, wenn du anfängst zu singen? Dann kommt es bestimmt raus. Genau, singen ein bisschen. Vielleicht ist es uns sehr freundlich gesonnen. Ansonsten schmeiße ich mit Feuer. Das ist bei dir immer die Lösung für alles, oder? Ja, du hast einen Hammer, ich habe Feuer. Also ist das eine Kreatur? Es ist ein, ja, ein Monster. Ich würde eine kleine Illusion zaubern. Und zwar einen sehr schmackhaften Geruch von einem Menschen, der ein bisschen schwitzt und so auf die Tür machen. Und das so in den Raum so ein bisschen diffundieren lassen. Die Kreatur nähert sich diesem Geruch nicht. Hm. Hat sich im Metall vergraben. Vielleicht mag es Metall. Natürlich mag es Metall, es ist ja auch ein fürchterlich wunderschön Metall. Dose, dann geh doch mal ein Stück rein, vielleicht mag es dich ja. Ja, ich deck, genau. Ich deck deinen Rücken. Ja, dann, hallo, Mini-Drache. Dose tritt herein in den Raum. Und als du direkt reintrittst, Dose, dann kommt aus diesem faustgroßen Loch, du stehst jetzt in dem Raum drin, kommt plötzlich so eine galertartige Maske raus, die so an der Wand runterschleimt und auf dich zuschleimt. Und dann gerade an deinen Stiefeln ankommt. Was tust du? Es kommt wieder Bewegung in die Schutthaufen. Naja, ich gehe wieder zurück. Da ist Schleim. Ups. Du gehst zurück. Der Schleim ist an dir. Wir können Initiative würfeln. Außer du rennst jetzt wirklich, machst es gleich Flucht. Was tust du? Wir würfeln Initiative. So okay. Schnell bin ich nicht. Vor allen Dingen finde ich vom Begriff. Okay, los geht's. Funke hat eine 14. Ferdinand auch. Ja. Grimm eine 10. Und dann fehlt nur noch Dose, hat eine 8. Ich bin so rasend schnell. Okay, los geht's. Ferdinand, du bist der Erste, der handeln kann. Was möchtest du tun? Also zwei von den Viechern, eins im Norden und eins im Süden und dieser komische Schlick, der auf dem Boden auf den Dose zukriecht. Ja, ich möchte es beleidigen. Okay. Ich sage, jeder hat das Recht, hässlich zu sein, aber du übertreibst es. Und mache ein vicious Mockery damit. Jetzt muss okay, es war ein Safe. Widerstandswert gegen 13 machen mit Weisheit. Ja, aber du meinst jetzt nicht den Schlick, sondern den das Monster. Ja, okay. Mhm. Den Pseudodrachen. Das ist eine 6. Dann kriegt es 2 Punkte Schaden und hat einen Nachteil auf den nächsten Angriffswurf. Sehr schön. Hab ich notiert, okay. So. Okay. War das dein Zug? Willst du noch was bewegen irgendwie? Wir stehen noch außerhalb der Tür und Dose steht gerade so drin, sehe ich das richtig? Ja, genau. Dose ist genau in dem Raum drin und ihr steht noch vor der Tür. Ich habe das jetzt auf A oder B gemacht, nehme ich an. Also B kann ich ja sehen und das reicht mir auch. Dann bleibe ich da stehen. Okay, Funke. Ja, ich habe eine hervorragende Idee. Ich schicke Fünkchen rein in den Raum. Also ich beschwöre meinen Wildfire Spirit. Ja. Ja. Und zwar quasi in der Mitte von Alpha, Beta und dem anderen Roten. Mhm.
Das ist einfach dieses Flügelviech, was ich gerade reingezogen habe, diesen Token. Ja. Naja, top. Dann bewege ich den mal gerade da auf das Feld, wo ich ihn hinhaben will. Ja. Und wenn ich den beschwöre innerhalb von 30 Fuß, das sollte ja passen. Ah, nee, doch nicht. Dann bewege ich mich vorher noch ein bisschen ran. Mhm. Pack mich quasi hinter Dose und lass dann Fünkchen da, wo jetzt das Flügelviech positioniert ist, quasi erscheinen. Und dann müssen alle Kreaturen innerhalb von 10 Fuß um diesen Geist einen Geschicklichkeitsrettungswurf ablegen oder super, erleiden 2W6 Feuerschaden. Wow, das sind dann alle, die das machen müssen. Okay. Oh, Natural 20, also 18 vom Schlick. So, und die anderen beiden. Meine 10. Und na, eine 7. Beide nicht geschafft. Sehr gut. Dann war das schon mal meine Aktion. Und das quasi ist Fünkchen da aufgesprungen und hat einfach mal eine riesige Feuersbrunst um ihn drumherum verteilt. Ja. Und wenn ich das richtig verstehe, dürfte er ja auch noch durch eine Bonusaktion von mir eine andere Kreatur angreifen. Okay. Also erstmal muss den Schaden würfeln für diese Gegner, ne? Ah, stimmt. Sorry, ja. Der Schlick jetzt hat es ja geschafft. Bekommt er dann Schaden? Nee, Tatsache nicht. Okay, ist auch nicht effektiv gegen ihn, das Feuer. Toll. 4 Schaden. Okay, die anderen bekommen einmal 4 Schaden. Okay. Ja, ist sortiert. Ihr hört nicht, dass ihr wie schreien oder sowas, diese Monster. Die zappeln nur ein bisschen. Okay, war das dein Zug? Oder noch angreifen mit dem? Hm? Genau, und Fünkchen würde dann auch noch Wetter angreifen. Aha. Also würde da noch mal so einen kleinen so ein Mini-Feuerbällchen quasi hinspucken. Ja. Da muss ich jetzt mal kurz meinen Angriffswurf würfeln. Macht er das jetzt? Ah, ja, jetzt hat er es gemacht. Ja, 17 trifft. Mhm. Okay. Und dann muss ich noch Schaden. Immerhin, 5 Schaden nochmal. 5 Schaden. Feuer. Ist notiert, ja. Jetzt hörst du so ein bisschen so ein zirpendes Geräusch. War das dein Zug? Das war mein Zug, ja. Okay, Grimm. Ja. Ein Stück bewegen. Ja. Und auf B schießen. Okay, schieß drauf. Weil sich Grimm gerade ausrichtet, dass auf Schleim schießen irgendwie vermutlich wenig Sinn macht. Action, Slowbow. Genau. Bravo ist noch das andere Monster, genau. Eine 11. Der Pfeil geht leider daneben, trifft die dahinterliegende Wand. Pring. Hm. Willst du dich noch bewegen, sonst ist Dose dran. Ich bleib erstmal auf der Position. Alles klar. Dose, was möchtest du tun? Direkt vor deinen Füßen, vor deinen Stiefeln ist dieser Schlick, der auf dich zuwabert. Dahinter das Monster. Bleib stehen oder du kriegst meinen Hammer. Kann ein Schleim. Schleim hat eh keine Ohren. Ich hau zu. Okay. Auf den Schleim. Das dauert heute echt unnatürlich lang. 14 trifft. Du kannst jetzt Schaden würfeln. Das Ding ist jetzt nur, wenn du das triffst mit einem Warhammer, ne? Mhm. Dann passiert etwas. Genau. Greif mal an. Ich hoffe, es passiert irgendwas. Ja. Ein ganz komisches Gefühl. 9 Schaden. Genau.
Es ist eine nicht magische Waffe, die diesen Schlick jetzt trifft. Und nachdem du den Schaden jetzt angewendet hast, nimmst du einen permanenten, kumulativen -1 Malus auf alle Damage Rolls. Dein Warhammer wird wie von diesem Schlick so ein bisschen umschlossen, so. Und fängt so ein bisschen an zu rosten an der Stelle, wo er den Schlick berührt. Wie unangenehm. Wo trage ich mir das denn ein? Das kannst du an der Waffe machen. Das muss ich aber jetzt gucken. Ich habe das jetzt auch noch nie bei einem Charakter das eingetragen. Ich guck mal kurz, ob ich das auf. Okay, ich klicke auf den Warhammer drauf und kann dann sagen. Customize, genau. So Hit. Genau, -1. Einmal auf, nach unten klicken, genau. Dann ist -1 und dann. Okay. Ich habe es auch gerade eingetragen bei dir. Jetzt gucken wir mal, das muss ich doppelt machen. Also ich habe es eingetragen. Okay. Halt. Damage Rolls, ich war falsch. Moment, sorry. Jetzt mache ich es richtig beim Damage Bonus. Okay. Jetzt passt's. Jo, alles klar. Okay, möchtest du noch was machen? Kann ich noch was machen? Du kannst noch laufen. Das hilft nicht. Und ich mache einen Schritt zurück. Du machst einen Schritt zurück. In dem Moment, also ich ziehe so ein bisschen hoch, greift der dich an als Gelegenheitsangriff, dieser Schlick. So, trifft dich eine 9. Weiß ich nicht, wie rechnet man das? Rüstungsklasse? Nein, du hast Armor-Klasse 19. Das trifft dich nicht. Und der, ja, geht einfach daneben. Wenn er dich nicht trifft, trifft er dich nicht. Okay, du gehst zurück, alles klar, bist außerhalb der Reichweite, willst noch weiterlaufen, kannst dich gerne den Token bewegen, wo er sein soll. Nee, ist ein Schritt, dürfte ungefähr so reichen, oder? Ja. Okay. Dann ist jetzt der Schlick dran, der dich zielgerichtet verfolgt, der so nach oben wabert, dann direkt vor dich kommt und versucht, dich jetzt nochmal anzugreifen. Eine 17 trifft dich aber wieder nicht. Sehr gut. Jetzt kommen diese Monsterviecher dran, die auch geradezu auf Dose zu kriechen, die fixiert sind auf ihn. Es greift dich an mit einem Biss. Das ist eine 19. Das trifft genau. Mach dir 4 mit Nachteil? Piercing Damage. Oh, danke schön. Das hatte ich vergessen. Mach ich nochmal. Das ist nämlich nur eine 10, das geht daneben. Sehr gut. Trifft dich nicht. Haha! So nicht! Das andere Monster kommt herangekrochen. 15, 15, 20, halt, läuft bis hier. Schaut dich an und sieht deinen Kriegshammer in deiner Hand. Zirpt so ein bisschen mit den Antennen. Und das, der ist ja getragen von dir, der Gegenstand. Mach bitte einen Dexterity Save, also einmal auf Dex draufdrücken. Bist du bei den Saving Throws draufdrücken, auf Dex. Bitte. Genau, rechts neben Dex ist so die +2, da kannst du einmal draufdrücken. Das hat gereicht, tatsächlich. Es hat es auf deinen Warhammer abgesehen, das Viech. Das wollte diesen Warhammer berühren mit dem Maul. Dann könntest du aber ausweichen, dass es das nicht konnte. Das ist meiner! Ferdinand, du bist dran. Nächste Runde. Ja. Ich würde nochmal zaubern und ihr hört ein Flüstern, welches immer dissonanter wird. Ganz schräge Töne, die aus mir herauskommen. Und in Richtung des Schleims so wabern mit einem lilanen Licht. Sehr unheimlich. Und es muss einen Wisdom-Check gegen 13 machen oder bekommt 3-6 Schaden. Genau 13. Halt, das war doch genau 13, ja. Gut, dann kriegt nur halben Schaden. Ich habe 13 gewürfelt. Boah, krass. Das sind dann 7, glaube ich, wird aufgerundet, ne? Oder 6? Abgerundet, immer abgerundet. Dann sind es 6 und es muss nicht abhauen. So, welche Art von Schaden war das? Psychisch. Psychic, da hat es keinerlei Immunity. Okay. Ist notiert und ja, es verhält sich etwas seltsam. Es beginnt so ein bisschen zu vibrieren, der Schlick war es, ne? Den du angegriffen hattest, genau. Ja.
Okay, willst du dich noch bewegen? Nee, ich stehe ganz gut, wo ich bin. Alles klar, Funke. Oh, okay, das wird jetzt spannend. Ja, ich bin ja quasi auch da im Nahkampf, ne? Ja. Dann nutze ich auf jeden Fall schon mal meine Bonusaktion, damit Fünkchen zu mir kommen wird und mich, also das handelt ja direkt eigentlich nach mir erst, und mich dann wegteleportiert. Da passiert dann auch noch was Tolles. Und vorher würde ich versuchen, Feenfeuer zu zaubern, so dass ich die drei Viecher damit quasi berühre. Ja, umrandest sie dann so, ja. Genau. Ja, sie kleben so ein bisschen auf. Ich glaube, da können sie sich drauf würfeln. Ich glaube, das gelingt, oder? Du musst einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen gegen 13. Okay. 15 für das erste Monster, 16 insgesamt. Zweite 18 auch geschafft. Und der Schlick. Eine 1. Der hat es nicht geschafft. Der leuchtet. Immerhin. Der leuchtet jetzt in grün. Und wir haben. Wir sind im Vorteil, wenn wir den angreifen. Okay. Genau, und dann würde ja Fünkchen zu mir kommen. Ich bewege den mal eben hier. Und dann mich wegteleportieren mit sich selbst auch. Damit ich da einfach sicher rauskomme. Und das Schöne ist, wenn der sowas teleportiert, müssen alle in 5 Fuß Reichweite um Fünkchen, das wäre also Beta, ja, einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen oder werden wieder von so einer kleinen Feuerwolke erfasst. Oh, nice, eins. Sehr schön, nice, also 2 insgesamt. Dann kriegt er jetzt 6 Schaden ab durch die Feuerwalze und Fünkchen und ich teleportieren uns mal ein bisschen weiter weg. Ist notiert und das Monster sieht angeschlagen aus und zittert am ganzen Körper wie Espenlaub. Okay, wenn es denn dein Zug war, dann ist Grimm dran. Die Viecher sehen verunsichert aus. Ja, dann würde ich, ist der Eingang jetzt komplett dicht mit den ganzen Viechern, die da stehen? Nö, könnt ihr dran vorbeilaufen und, also der Eingang, was meinst du jetzt, wo ihr reinkommen seid oder die gegenüberliegende Tür? Also wo wir reingekommen sind, die stehen sich da jetzt quasi ja die Füße in den Bauch. Ja, aber du kannst durch die Befreundeten, kannst du direkt dran vorbeiquetschen, kein Problem. Wenn du raus willst. Ja, wir sind auch super winzig. Ja, das auch. Ich habe halt überlegt, ob ich in den Rücken käme, aber das wäre... Von den Gegnern? Ja, kannst du. Dann hinter denen ist Platz. Das so machen. Ja. Und dann auf B. Okay. Quasi in den Rücken schießen. Mhm. So. Das gibt's doch nicht. Eine 8, leider auch der Pfeil geht daneben. Das gibt's doch Jagd nicht, an dem Viech vorbei. Okay, das, wenn du nichts mehr machen möchtest, ist Dose dran. Das mit dem Schleim war schon ziemlich eklig, das mache ich nicht nochmal. Deswegen schlage ich auf B, wenn ich das kann. Ja. B-Monster. Ratata, 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 ratata. Fünfzehn trifft. Kriegst Schaden würfeln. Aber das hat er jetzt nicht mit eingerechnet mit dem minus 1, ne? Ah ja. Steht auch plus 3, seltsamerweise. Müsste eigentlich. Genau, 4 plus 3, 7. Das ist ja, sieht ja eh seltsam aus. Das dürfte keine 7 sein. Achso, doch. Genau. Doch, 6 Schaden hast du gemacht, genau. In dem Moment, als es dein Warhammer trifft,
passiert wieder das Gleiche. Er korrodiert so ein bisschen an der Stelle, wo du das Monster triffst. Und du nimmst nochmal ein -1 Malus auf deine Waffe. Dafür hast du aber das Monster besiegt. Und das schreit nochmal an. Jetzt hört ihr wirklich so einen kleinen Schrei. So, als du es dann erschlagen hast. Bravo ist down. Aber deine Waffe, ich trage das nochmal ein, kriegt nochmal -1 auf den Schaden. So. Auf den Schaden. Jupp. Ein armer Hammer! Okay, müssen wir was machen? Ich habe gerade für dich gewürfelt, bei mir geht's. Also wenn ich jetzt 1d8 plus 1 steht dann da und ja. Vielleicht einfach mal die Seite neu laden, dass es applied wird. Okay. Okay, jetzt ist der Schlick dran, der sich von dir entfernt, Dose. Der hat die Schnauze voll. Willst du angreifen, den Schlick, als er sich von dir entfernt? Er strebt auf das Loch zu, aus dem er rausgekrochen ist. Möchtest du angreifen? Hatte ich eben die also er hat sich ja um den Hammer gewickelt. Hatte ich den Eindruck, dass der Schlick da irgendwas, keine Ahnung, fühlt, als ich den gehauen habe? Ja, ja, das fühlt er auf jeden Fall auch, aber er hat dann einfach so seine Waffen. Ja gut, der ist eh schon kaputt. Ich schlage mal auf den drauf. Okay. Du Rubine! Gleich. 13 trifft. Ja, kannst du Schaden würfeln. Müsste 7 also sein. Ist echt krass, dass es heute so lange dauert. Ja, eine 7 ist notiert. Und es passiert wieder das Gleiche. Du triffst den Schlick mit der Waffe und du nimmst nochmal einen Malus drauf. Hast du schon -3 auf deiner Waffe. So. Okay, aber der Schlick entfernt sich von dir weiter, schreibt auf sein faustgroßes Loch zu, geht an der Wand hoch und verschwindet in diesem Loch so. Weg. Die anderen Viecher, die Monster sind dran, die sich auch zurückziehen. Das eine noch, das ist übrigens Alpha, will sich in seinen Haufen vergraben an der nordöstlichen Wand. Da gräbt sich so ein bisschen seine Rüstung und Helme ein. Jetzt wäre Ferdinand dran, was willst du tun? Der Weg ist auch frei sonst. Ja, ich würde natürlich zu dem Monster sagen, nichts gegen ein geistiges Duell, aber ich kämpfe nicht gegen Unbewaffnete. Und spreche noch einmal Dissonant Whispers. Entschuldigung, Vicious Mockery. Ja, da musst du ein Save machen, ne? 13. Wenn nicht, krieg ich 2 Punkte Schaden. 5. Ja, dann 3 Punkte Schaden. Okay. 3 Punkte waren das? Ja. Okay, also der ganze Haufen zittert so ein bisschen, wo das Viech drin ist. Funke. Okay. Funke und Fünkchen in Aktion. Wir bewegen uns quasi unisono tiefer in den Raum rein. Ich schicke uns einfach mal hier so ein bisschen hin. Oder so. Und sowohl Fünkchen als auch ich schleudern eine Flamme. Bei Fünkchen ist es so ein kleines Flämmchen, dass er wieder losspuckt. Und ich schleudere eine Flamme, die ich in meiner Hand erscheinen lasse. Und dann treffen quasi erst eine große und dann eine kleine Flamme. Hoffentlich dieses Ungetüm. Ja. Mal schauen, was dabei rumkommt. Ja. Ist ein Natural 20? War das Natural? Ich gucke gerade. Ah, schade. Okay, ja, trifft. Nochmal 3 Schaden durch mich. Notiert. Es winselt. Und schauen, ob Fünkchen auch noch trifft mit einer 16. Das trifft. Sehr schön, dann gibt es da nochmal 5 Feuerschaden. Ja, das Tier, das Monster vergeht unter seiner Rüstung. Und dann bewegt sich es nicht mehr. Yeah. Ihr habt es geschafft, der Raum ist jetzt wieder still. Genau, was wollt ihr tun?
euch gegenüber ist, also das Feuer brennt noch ein bisschen im Raum nach. Es stinkt ein bisschen nach diesen verbrannten Viechern jetzt. Und gegenüber ist wieder eine Holztür. Ist euch allen gut? Nein! Frage. Mein Hammer. Rose, was ist los? Dein Hammer. Oh. Ja, da kann ich dir nicht helfen. Aber ich versuche ihm trotzdem auf die Schulter zu schlagen und sagen, es wird wieder gut. Den kriegst du zu Hause wieder hin. Er wird nie wieder so, wie er mal war. Drecksviecher. Er wird besser werden, als er war. Hängt da immer noch so Schlotter dran? Ja. Also tropft gerade ein bisschen ab und da, wo das Schlotter hing, ist halt verrostet. Wenn du möchtest, kannst du dieses Tuch nehmen, um ihn zu reinigen, aber ich möchte es nicht anfassen. Ich kann den auch abschmörgeln. Morgeln? Weiß schon, mit Feuer wegmachen. Mach mal. Du brennst diesen Schlick da weg von der Stelle, aber leider bleibt die Waffe so in dem desolaten Zustand, in dem sie ist. Das hilft nicht. Man muss jetzt einfach kräftiger draufhauen. Darum geht's doch gar nicht. Also dieses Gejammer um den Hammer, ich sag das nicht laut, aber es langweilt mich. Und ich würde mich in dem Raum mal umschauen, ob ich nicht was anderes sehe, womit er zuhauen kann. Das kann ja nicht so schwierig sein. Es liegen jede Menge Waffen hier rum, die allesamt verrostet sind und unbrauchbar sind. Also wenn man die im Kampf einsetzt, sind die so spröde, dass sie nach dem ersten Angriff zerfallen. Ich finde es nichts Geeignetes. Unangenehm. Ja, sollen wir dann durch die Tür oder wollen wir uns hier noch länger aufhalten? Ich finde den Geruch nicht so angenehm. Das nächste Mal, wenn so ein Schleim kommt, dann haue ich mit irgendwas Holzernem da drauf. Das ist bestimmt, weil die Türen hier aus Holz auch sind. Das klingt doch wie eine super gute Idee. Das heißt, das nächste Mal mache ich mir eine Keule und nehme die extra mit. Grimse würde dann mal zur Tür sich bewegen und mal so das Ohr dagegen pressen, ob er was auf der anderen Seite hört. Würfle bitte auf Perception. Perzeptione. Etwas, das ich theoretisch kann. 15. Du legst dein Ohr gegen die Türe, du bemerkst das spröde Holz auf deinen Ohren, konzentrierst dich, aber du hörst auf der anderen Seite nichts. Nur dein eigenes Atmen hörst du. Und ruhig zu sein. Was macht er da? Er riecht an der Tür mit seinen Ohren. Ganz offensichtlich. Nein, natürlich nicht. Zu hören auf der anderen Seite. Vielleicht sollten wir einfach die Tür aufmachen. Grimm, mach die Tür auf. Die Türe, ja? Ist unverschlossen und öffnet sich in eure Richtung. Und sie gibt einen nach unten für eine Treppe frei, die in den Felsen hineingewirkt wurde und ihr blickt auf eine Treppe, die sich so nach links unten windet, wie eine Art Wendeltreppe, aber weitläufig ist auf einem Felsgestein und blickt eine Tropfsteinhöhle. Stalaktiten hängen von der Decke herab und Stalagmiten wachsen von unten aus nach oben. Die von Decke nach unten hängenden Gebilde sind an ihren Enden erleuchtet, sanft beleuchtet. Wie so kleine Lichtlein, wie Sterne sehen sie aus in der Nacht. Ach, wie idyllisch. Und die Treppe führt genau dazwischen hinunter. Hm. Was wollt ihr tun? Also ich mache auf jeden Fall ein Feuer an für mich, damit ich noch mehr sehen kann. Ja. Und gehe vielleicht nicht als Erster. Gibt es in dem Raum irgendwas, was ein Schild war oder sowas? Ja. Gibt ein sehr verrostetes Schild. Dann verstopfe ich erstmal das Loch, wo dann der Schleim irgendwie verschwunden ist, dass er nicht mehr rauskommt.
ja, du treibst so das Schild rein, dass es sich verkeilt und so, pff, noch so ein bisschen nach, dass das wirklich Plan ist dann, ja. Okay. Grimm würde dann schon mal vorsichtig die ersten Schritte auf die Treppe machen, mit Bogen schussbereit und langsam sich darunter bewegen. Würfle bitte auf Stealth. Stealth. Stealth, Heimlichkeit. Thirsty Age. Alter, was ist denn das für eine Grütze? Eine 10. Du steigst die Treppe hinunter und man hört so ein bisschen das Tapsen deiner Stiefel. Was macht die anderen? Ich würde mich anschließen. Okay, willst du schleichen oder normal gehen? Ich würde auch versuchen zu schleichen, denn ich denke, es gibt eine gewisse Notwendigkeit. Okay, alle, die schleichen wollen, können bitte auf Stealth würfeln. Funke mit einer 22 ist quasi nicht zu hören. Und ihr steigt dann die Treppe hinunter, kommt am Fuß der Treppe an. Oder wollte Dose noch schleichen? Vielleicht hätte Nachteil Dose, weil er eine schwere Rüstung trägt. Das lohnt nicht. Nee. Dose kennt das Wort schleicht nicht. Schepper, Schepper, Schepper. Genau. Lautlos, würde ich sagen, im Vergleich. Ihr erreicht den Fuß der Treppe, wo zum Glück noch keine Gegner oder sowas euch erwarten. Hier ist tatsächlich niemand. Das ist sehr seltsam. Ihr seid in einer Tropfsteinhöhle, wo ihr weit blicken könnt jetzt. Und auf der anderen Seite einer ganz großen Platzes ist ein kleiner erhöhter Altar. Das ist ungefähr 30 Meter weg von euch. Aber da stehen zwei Gestalten, zwei humanoide Gestalten. Eine größere, fellbewehrte Kreatur und eine schmalere, die Silhouette von eurer Rowena hat. Die sind aber euch abgeneigt. Die gucken euch nicht zu euch hin. Haben wir noch nicht bemerkt. Man könnte vielleicht erstmal die vorschleichen, die etwas leiser sind. Wie gesagt, genau, Funke ist nicht zu hören. Funke könnte einfach, ihr merkt schon, ist quasi nicht zu hören, könnte weiter sich annähern, ohne gehört zu werden. Dann mache ich das doch. Ist ja schließlich auch mein Test. Funke schleicht sich also an. Und da sind ja immer noch diese leicht fluoreszierenden anderen Lichtquellen, oder? Ja. Diese Sternchen in der Nacht, diese an den Stalaktiten dran sind, diese hellen Pünktchen, ja. Ja, dann würde ich meine Flamme mal sein lassen, um mich nicht noch irgendwie zu beraten aus Versehen. Und Pünktchen auch ein bisschen vorschicken noch. Und dann mal hinschleichen und gucken, ob sie Pünktchen bemerken oder mich. Du willst also Fünkchen vorschicken quasi, oder wie meinst du das? Ja, so. Fünkchen brennt ja, Fünkchen ist ja hell, ne? So ein bisschen, ja, aber ich würde. Ja. Also wie hoch ist denn. Die Höhle ist 30 Meter über dir, geht's da hoch. Das ist riesig, diese Höhle. Dann würde ich Fünkchen quasi noch in Reichweite über uns schweben lassen. Ja. Also Reichweite so von seiner Attacke. Und dann ranschleichen. Okay, genau. Du schleichst dich näher ran und du hörst den Grottenschrat sprechen. Mutmaßlich Grottenschrat. Ich finde es nicht gut, dass die Hobgoblins unterwegs sind. Und es antwortet Rowena. Die würden in 2 Tagen wieder hier sein. Was haltet ihr von diesen Stiefeln? Das ziemlich in mein Näher betrachten. Und er tritt näher an die Stiefel, mutmaßlich Stiefel heran. Willst du was tun? Ich bin auf jeden Fall ein bisschen erstarrt, weil ich Hobgoblins höre und so eine tiefe Stimme, die mir nicht bekannt ist. Und warte durch dieses Erstarrtsein noch ein bisschen ab. Die bemerken dich nicht. Die sind da auf irgendwas fixiert. Jetzt heben sie so einen Stiefel hoch. Die Stiefel sind grün. Das erkennst du in dem schwachen Licht. Mit so weißen Bemalungen unten auf dem Stiefel unten drauf. Wie so schwingenartig sehen die aus. Vielleicht magisch. Meine Neugierde obsiegt.
hier näher an Rowena ran, versuche mich quasi, so dass Rowena zwischen mir und diesem anderen Wesen ist, und tippe ihr so dann an die Hüfte. Höher komme ich ja nicht. Und sie fährt herum, blickt dich erstaunt an mit aufgerissenen Augen. Und liebe Leute, leider sind wir hier am Ende angelangt unseres One-Shots. Ich habe gesagt, länger bis 22:30 mache ich nicht. Und Rowena sagt zu dir, ihr habt mich gerettet. Rowena, wir waren auf deiner Suche nach dir. Jetzt konnten wir dich retten. So schön. Ein Glück, dass ihr mich gefunden habt und von dieser grässlichen Bestie beschützt. Und sie versucht, von dem Grottenschrat wegzustürzen, der nur sehr verwirrt dasteht und den Kopf schüttelt. Ja, hinfort, du Ungetüm. Mysteriös, mysteriös. Sehr schön, Leute. Wir sind am Ende angelangt. Es hat nicht ganz gereicht, alles abzuschließen, aber ihr habt Rowena entdeckt und steht mit ihr in dieser Höhle. Vielen Dank fürs Mitspielen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Leute. Ja, vielen Dank fürs Leiten. War sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ja, danke, es war richtig angenehm. Das freut mich. Der Chat macht grimmige Gesichter. Das tut mir leid, Chat, aber das ist nun mal so verabredet gewesen. Genau, tut mir leid. Sierra, ein böser Cliffhanger. Ja. ja, genau, Cliffhanger machen wir oft. Aber heute, wie gesagt, leider hat die Zeit nicht gereicht. Aber, jo. Ist doch, wieso, wir haben sie doch gerettet, hat sie doch gesagt. Ihr habt sie gerettet, ja, absolut. Ihr habt Rowena gerettet. Jo, Leute, vielen Dank fürs Mitspielen. Ich gebe ab an Koali. Ja, ich danke auch nochmal. Vielen, vielen Dank an den Gast, Spielleiter hier auf dem Kanal. Erste Mal D&D. Es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe, ja. man weiß es nicht. Mein armer Warhammer. Hast du mit Absicht gemacht? Ja, Rostmonster sind ganz cool eigentlich, wenn man halt, ja. Es war halt, ne, alles ein bisschen gedrängt, bisschen wenig Zeit, so ja, in den Monster alles reinzubringen, ist natürlich immer so eine Sache. Auch wenn man mit Leuten spielt, die halt vorher noch nie D&D gespielt haben, ist, und der hat auch heute echt lange gedauert mit dem Würfeln, ist alles ein bisschen zäh dann mit den Kämpfen, aber ich fand trotzdem, war ganz cool, soweit habt ihr cool gemacht, habt ihr Aufgaben cool gelöst, ihr seid gut durchgekommen, genau. Hatte das mit der Wache hatten wir, ihr habt draußen noch den Schreckenswolf, der auf eurer Seite ist, so halb auch, ne, der eurer Party so ein bisschen mit begleitet. Viele Dinge haben wir gesehen, aber ja, genau. War sehr schön. Ich fand es auch schön, dass du so Klassiker reingebaut hast, wie das Rostmonster. Genau. Ah, das ist ein Klassiker, ja? Okay, alles ja. Okay. Ein Dungeons and Dragons Klassiker, ja. Ja, ich weiß nicht, wenn man das überhaupt alles nicht kennt und so, und dann, ich weiß nicht, ich stehe davor, keine Ahnung, was das sein soll, und dann irgendwie, ich gucke runter zu Funke und der, Ja, genau, das geile Monster ist halt, du kannst halt die relativ easy kaputt schlagen, aber da ist halt auch eine ganze Ausrüstung am Arsch. Auch teilweise Rüstung oder sowas, dann stehst du da, hast zwar die Monster besiegt, aber kannst keine Waffen mehr. Und das ist so ein bisschen so ein Drain, bevor es dann zu dem weiteren Boss geht eigentlich. Und hat ja schon gemerkt, dass mit Rowena nicht alles ganz koscher ist, so, ne? Was? Nein, das Nein, natürlich ist bei dir alles koscher. Ja, Sierra schreibt mir nochmal Applaus, genau, ja. Dann vielen, vielen Dank. Der Zocknaff, hi. Genau, der Zocknaff war auch da, ist zwischendurch reingejoint. Ja, vielleicht gucken wir uns irgendwann in ferner oder naher Zukunft nochmal einen zweiten Teil dieses Streams an, dann müssen wir mal verhandeln. und mal gucken, wenn ihr das Ganze so toll fandet, dass ihr davon das Ende auch noch sehen wollt, dann könnt ihr ja mal später auf YouTube, wenn das hochgeladen ist, einen Kommentar hinterlassen. Und wenn es genügend Mach mal weiter gibt, dann muss ich mich mit dem Alex nochmal treffen und dann müssen wir dann finden wir bestimmt auch nochmal einen Termin für Teil 2. Ja, ansonsten gibt es diesen Monat bei Alex auf dem Kanal noch ein Vampire the Masquerade V5 One-Shot. Yay. Da kann ich mich dann revanchieren. Ja, genau. Und Rostmonster einbauen. Ja. Ja. Also schaut mal beim Alex vorbei, falls ihr ihn noch nicht kennt.
dienstags machst du immer deine Sache, ne? Genau, der Dienstag ist unser Podcast, unsere Sendung auf Twitch, twitch.tv/Jingle Channel, Jingle wie Jingle Bells und Channel wie Kanal auf Englisch. Genau, ihr habt ja im Chat auch nochmal gesehen. Ah, oh, dankeschön. Und ja, schaut da mal vorbei, lasst ein bisschen Liebe da. Und falls ihr ihn noch nicht kennt, aber ich glaube, du bist, glaube ich, sogar größer als ich hier, zumindest auf Twitch. Das heißt nichts mit den Followern und so. Das heißt nichts. Nee. Doch, wir müssen alle unsere Zahlen vergleichen. Hauptsache Sonnen, Hauptsache Spaß, das ist das Wichtigste. Ja, also vielen Dank fürs Spielleiten, vielen Dank an Official God, Martin und Rerion fürs Mitspielen. Und euch da draußen fürs Zugucken. Wie gesagt, auf YouTube später Kommentar hinterlassen, das wäre super toll. Ich leite das dann auch weiter an die Leute. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, gerne auch, dann wir beantworten euch die auch gerne, wenn wir das können. Auf diesem Kanal geht es dann weiter am Sonntag. Da geht es wieder in Aventurien weiter. Phileas Son Saga geht weiter. Nach langer Pause freuen wir uns alle schon drauf. Der Rerion nickt schon, der ist nämlich auch mit von der Partie. Und ja, ich bedanke mich nochmal, weil bedanken kann man sich nicht oft genug und sag einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Tschüss. Danke auch.